Gut, ja, schönen Nachmittag. Herzlich willkommen zur Seminareinheit Freier Wille und Medizin, wo wir jetzt einmal zunächst Grundlagen beleuchten. Die Intention der Seminare ist ein bisschen so eine Reflexion auf Metaebene zu zentralen Themen in der Medizin, abseits jetzt des prozeduralen und fachzentrierten. Also, dass man auf einer Metaebene zentrale Themen beleuchtet, und es sind vier Einheiten vorgesehen, wo wir zunächst einmal in dieser ersten Einheit heute nachmittags eine Grundsatzreflexion machen werden zum Thema freier Wille aus verschiedenen Perspektiven raus. Haben sich bei mir versammelt Professor Stompe von der Psychiatrie und dann Professor Müller von der Theologie bzw. Institut für Ethik und Recht in der Medizin und Professor Schaub von der Uni Graz. Wir werden hier Perspektiven aus der Soziologie, Psychiatrie, Neurobiologie, Theologie hören. Es soll aber nicht nur ein Vortrag sein. Wir werden hier auch ausreichend Raum lassen für kritische Diskussion und Interaktion. Das heißt, nach jedem Beitrag wird es dann eine hoffentlich möglichst lebendige Diskussion geben. Wir haben uns gerade geeinigt, dass wir beginnen mit dem Beitrag des Professor Schaub. Ich aktiviere jetzt gleich einmal die Folien. Einen Augenblick. So, hier sind wir bereits. Gut, ich würde Sie bitten, dass Sie beginnen. Und weiter geht's einfach hier. Genau. Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen. Ich möchte die Einladung bedanken, heute hier die Freiheit auch sprechen zu können. Ich bin Moraldialoge und habe aber auch Medizin studiert und habe deshalb auch ein Interesse für die, wenn man so will, die Grenze zwischen Naturwissenschaft und Philosophie, Glaube, Religion. Und möchte Ihnen heute einen Einblick geben in etwas, das im Rahmen der sogenannten Geist-Gehirn-Debatte diskutiert worden ist, ab dem Jahr 2000 sehr intensiv oder auch schon vorher. Da ging es um die Frage, ob es überhaupt mit dem Fortschreiten der Neurobiologie, wie weit es im menschlichen Gehirn auch eben einen Geist gibt und wie man sich das denken kann und wie der mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengedacht werden kann. Und vor diesem Hintergrund ist auch über die menschliche Freiheit diskutiert worden. Und wie Sie da sehen, mit dem Stichwort Determinismus und Freiheit sind viele Stimmen aus der Neurobiologie gewesen, die also aufgrund der neurobiologischen Erkenntnisse sehr stark für eine deterministische Sicht des Menschen plädiert haben, dass eben unser Denken, unser Selbstbewusstsein, auch die mentalen Phänomene, wie man sagt, in Wirklichkeit neuronal verursacht sind und damit erklärbar sind. Und die Spitzenthese wäre dann des Determinismus, dass Freiheit eine Illusion ist, die wir Menschen über uns haben. Ich möchte beginnen, zunächst einmal, wenn man sich mit dem Thema nähert. Es ist unbestritten in der Diskussion, dass Freiheit und Verantwortung Phänomene sind in unserem Alltag. Das heißt, da geht es einmal um das subjektive Erleben der Menschen, von uns Menschen. Wir fühlen uns frei und wir machen einander moralische Vorwürfe und ziehen einander zur Rechenschaft. Das bestreitet niemand, dass das irgendwie zum menschlichen Alltag dazugehört. Ein zweiter wichtiger Punkt, eine Ebene ist, dass wir in unseren Gesellschaften Rechtssysteme haben und dass diese Rechtssysteme nach wie vor völlig selbstverständlich von der Annahme ausgehen, dass es eine menschliche Freiheit gibt. Und das zeigt sich, wenn man so will, in der Existenz von Milderungsgründen und von der Idee, dass es eine verminderte Zurechnungsfähigkeit geben kann in manchen Fällen, was eben darauf hinweist, dass das Recht davon ausgeht, dass Menschen in manchen Situationen freier sind, als sie in anderen Situationen sind.
Dann ist, glaube ich, wichtig von der Erkenntnistheorie her, dass es diesen Schritt gibt von den Phänomenen zur wissenschaftlichen Erklärung, den wir jetzt dann nächsten tun wollen. Das heißt, die Frage ist, wie diese Phänomene aus der Sicht der einzelnen Wissenschaften erklärt werden können, was die Realität eigentlich dahinter ist. Ich möchte einen Ausflug machen, damit es nicht nur bei der Neurobiologie bleibt, in die heutige oder eine bestimmte Richtung, wenn man so will, auch der Soziologie. Und dort stößt man auf einen Strang an Ansätzen, die sehr stark auf Michel Foucault zurückgehen. Und ein aktueller Vertreter im deutschsprachigen Raum ist Ulrich Bröckling. Und ich würde auch Judith Butler, die vielleicht bekannt ist mit ihrer Gender-Theorie. Und also sie wollte auch den Begriff des Sex, also das biologische Geschlecht, auflösen, wenn man so will, und zurückführen auf eine diskursive Konstitution in der Gesellschaft. Was diesen Ansätzen gemeinsam ist, dass sie alle sagen, dass das Subjekt, also der Mensch als denkendes, sich selbst erfahrenes, erlebendes Individuum, in Wirklichkeit eben durch diskursive Einschreibungen, wie das oft formuliert wird, also das heißt durch die Sprache, die auf ihn trifft während seiner Entwicklung in der Erziehung, dass er das internalisiert und sich aus diesen Einschreibungen verbunden mit Praktiken und dann schließlich auch Institutionen formt sich mehr oder weniger ein bestimmtes Subjekt, ein bestimmtes Selbstverständnis des Subjekts. Und der Begriff, der hier oft verwendet wird, ist Subjektivierung. Die Soziologie versteht hier unter Subjektivierung, dass es in unserer Gesellschaft, zum Beispiel im Westen, würden die sagen, einen hegemonialen Macht, auch Macht ausübenden Diskurs gibt, der uns einredet, wenn man so will, dass wir Menschen sind, die frei sind, die Rechte haben. Entsprechend internalisieren wir das und fühlen uns, agieren auch entsprechende Subjekte, sodass diese Subjektivierung eben das Selbstverständnis, die Art des Weltverständnisses und auch unser gesamtes Wünschen und Wollen betrifft. Und wenn man Bröckling liest, mit dem ich mich einmal beschäftigt habe, der würde sagen, oder man hat den Eindruck, dass wenn wir das durchschauen, dass wir in unserem auch Selbstverständnis als Menschen eigentlich so geworden sind, indem wir quasi Diskurse oder Begriffe, Ideen der Gesellschaft internalisiert haben, wird er betonen, dass die Versuche auszusteigen auch wiederum von sozialen, gesellschaftlichen Angeboten abhängig sind. Also in diesem Sinn wäre, in diesen Theorien habe ich den Eindruck, schrumpft die Freiheit sehr stark. Sie können sich zwar bewusst werden, dass sie, wenn sie zum Beispiel für Freiheit kämpfen wollen, für Emanzipation, können sie sich sozusagen bewusst werden, dass sie hier ein Sprachspiel übernommen haben, das in Wirklichkeit vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Aber wenn sie ein anderes Konzept von sich, von Menschen ausarbeiten wollen, sind sie wieder von gesellschaftlichen Angeboten abhängig. Ich möchte das nicht weiter verfolgen, sondern dann auf eine zweite große Herausforderung der menschlichen Freiheit eingehen. Das ist eben der neurobiologische Determinismus. So wird das oft genannt in dieser Debatte. Und im Hintergrund stehen hier eindeutig die Fortschritte der Neurobiologie, die spektakulären, dass wir immer mehr Korrelate bilden können zwischen, wie man sagt, mentalen Phänomenen, also was wir erleben, die Gedanken, die Wünsche, Erfahrungen subjektiver Art und auf objektiver Ebene dann die neurobiologischen Ereignisse, die wir sozusagen im Hirnscan beobachten können und die wir dann den mentalen Phänomenen zuordnen können. Und die zentrale These dieses neurobiologischen oder das Problem ist, was hier auftaucht, ist, dass alle mentalen Phänomene, also wirklich alle, offensichtlich bestimmten neurobiologischen Ereignissen im Gehirn korrelieren. Das heißt, jeder Gedanke, den Sie fassen, jedes subjektive Gefühl, das Sie haben, dem korreliert auf der objektiven Seite ein bestimmtes messbares, wenn man so will, neuronales Ereignis. Die zweite These ist oder Subthese ist, dass alle neurobiologischen Ereignisse, dass
insofern sie neurobiologische Ereignisse sind, durch andere physikalische Ereignisse verursacht sind, dass es hier sozusagen eine strenge Kausalkette geben muss. Wenn Sie eben ein Gefühl, ein bestimmtes Gefühl empfinden, muss es auf der neuronalen Ebene dafür auch der physikalisch-biologische Ursachen geben. Und wenn man das zusammendenkt, dann ergibt sich die Frage, wie kann es dann Freiheit geben? Also wie kann sich hier quasi in diese Kette von einer, diese Kausalkette sowas wie eine menschliche Freiheit ergeben, einwirken? Ich möchte hier den hier genannten auf der Folie Begriff der Akteurskausalität vielleicht kurz erläutern. Manche Philosophen haben dann eben untersprechen von Akteurskausalität, indem sie sagen, es gibt eben im Menschen ein Ich, eine Person, etwas Personales, das jenseits dieser neurobiologischen Wirklichkeit steht, und aber dieses Ich oder dieses personale Entität, die eigentlich nicht naturwissenschaftlicher Art ist, hat trotzdem die Möglichkeit, auf die neuronale Ebene einzuwirken. Also, manche versuchen das so zu denken, dass wir eben auf eine Art und Weise, die wir nicht verstehen, bei jeder unserer freien Handlungen, das Ich als Person, was eine metaphysische, müsste man beinahe sagen, Wirklichkeit, in diese physikalische Wirklichkeit hineinwirkt. Und vor diesem Hintergrund, also dieser Problematik, wie man sich denn da Freiheit denken kann, gibt es jetzt diese drei wichtigen Positionen, das nicht alle sind, aber ich glaube, die drei wichtigsten, um das zu verstehen. Da gibt es zuerst den reduktiven Materialismus, das sind die sagen oder Vertreter des reduktiven Materialismus sagen, man kann eben alle mentalen Phänomene und damit auch unser Gefühl der Freiheit, das Gefühl, im eigenen Leben souveräne Entscheidungen treffen zu können, in Wirklichkeit zurückführen, restlos zurückführen auf neuronale Prozesse. Also, dass unser Bewusstsein ein reines Epiphänomen ist, neuronalen Prozesse. Und da gibt es ein schönes Beispiel für das, was Epiphänomen ist. Da wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass das Pfeifen einer Dampflokomotive, der Pfiff, dass das physikalische Ereignis der Kesseldruck ist und das Entweichen von Luft. Und der Ton, den wir hören, ist einfach ein Epiphänomen dieses physikalischen Prozesses. Und so meint man hier, dass unsere ganzen bewusst mentalen Phänomene und Erlebnisse in Wirklichkeit nur, wenn man so will, aufgepfropfte Erscheinungen sind, die auf der neuronalen Ebene basieren, die aber, und das ist entscheidend beim reduktiven Materialismus, nicht auf die Ebene der neuronalen Ebene zurückwirken können. Also es gibt keine Top-Down, Wirkung, Effekt in dieser Ansicht. Dann gibt es dualistische Positionen, die einfach wie die klassische Metaphysik auch und die klassische Philosophie auch im Christentum teilweise, ein prominenter Vertreter des Descartes, einfach davon ausgehen, dass die Wirklichkeit eine neuronale, eine materielle ist, aber dass es jenseits noch eine andere Wirklichkeit gibt, das wäre dann die Wirklichkeit der Seele oder der Person, und dass die interagiert in irgendeiner Weise mit der materiellen Wirklichkeit. Und eine dritte Gruppe, die nennen sich oder werden oft bezeichnet als nicht-reduktiver Materialismus. Und der nicht-reduktive Materialismus benutzt oft den Begriff der Emergenz und denkt evolutiv und versucht zu sagen, dass sich auf dem Boden von physikalischen, biologischen Prozessen im Lauf der Evolution durch Komplexitätszunahme eben neue Systemebenen bilden können, und unser menschlicher Geist wäre, wenn man so will, ein emergentes Phänomen neurobiologischer Prozesse. Und man versucht, oder die meisten Vertreter betonen eben, dass dieses emergente System des Geistes eben einer Logik folgt, die dann nicht mehr auf die Neuronale zurückzuführen ist, dass das also eine eigenständige Systemebene wird, wenn sie einmal existiert. Und
wenn man müsste dann nur noch hier weiterdenken, wie es denn denkbar ist, dass diese neue Systemebene auch rückwirkt, wenn man so will, zurückwirkt auf die neuronale Ebene. Also das ist eine Top-Down, nicht nur eine Bottom-Up, sondern auch eine Top-Down, Wirkung geben kann in unserem Geist oder in unserem Gehirn. Auf der Linie dessen, dieser dritten Ansätze, haben sich sogenannte kompatibilistische Freiheitstheorien entwickelt. Und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, kurz, weil sie mir sehr interessant erscheinen, gerade wenn man interessiert ist daran, wie wissenschaftliche Erkenntnis und philosophisches Freiheitsverständnis zusammengehen können. Ich habe das hier in Punkt 2 genannt, sozusagen es geht hier um die Anstrengung zu verstehen, wie Freiheit funktioniert. Also nicht nur als ein Postulat ist, wenn man so will, ein religiöses oder philosophisches, sondern auch ein Interesse, wie sie in verschränkt ist, wenn man so will, unsere Freiheit als Mensch in neurobiologische Prozesse. Und da wäre der Erste, der hier einen interessanten Ansatz geliefert hat, Harry Frankfurt. Das ist ein aus den USA stammender Philosoph, der noch lebt. Und er hat eine berühmt gewordene Unterscheidung getroffen und hat gesprochen von First Order, das ist ja ein Druckfehler, Order Desires und Second Order Desires. Und First Order Desires wäre ein Desire, also ein Wollen, ein Wunsch, eine Strebung, die in uns ganz spontan entsteht, da ist. Die wäre überhaupt nicht frei. Das ist, wenn Sie, was ich was, plötzlich Hunger bekommen und was essen wollen, oder wenn Sie sich in einen Menschen verlieben und plötzlich ihm nahe sein wollen, würden Sie sagen, das ist ein First Order Desire. Das ist einfach eine Reaktion in uns, die wir neurobiologisch erklären und verstehen können auch, und der wir normalerweise folgen, auf einer bewussten Ebene auch. Und dann hebt er davon ab, Second Order Desires, und meint damit, dass der Mensch eben ein Wesen ist, definiert diese Second Order Desires als einen Desire, einen Wunsch, den wir über unsere oder in Bezug auf unsere First Order Desires haben können. Das heißt, er sagt, der Mensch ist das Wesen, das sich zu den spontanen Wünschen, die in ihm entstehen, die eben unfrei sind, im philosophischen Sinn, verhalten kann, Stellung nehmen kann dazu. Und darin sieht er den Ansatz von Freiheit, also in der Möglichkeit, sich zu einem eigenen spontanen Wollen in uns irgendwie verhalten zu können, zu sagen können, das will ich oder das will ich nicht. In Klammer, die philosophische hat diese Theorie eine Schwäche, weil dann wieder die Frage entsteht, ob diese Second Order Desires wieder frei oder nicht frei sind oder wie man sich das vorstellt. Aber es ist trotzdem, glaube ich, eine Idee, die doch unserer Alltagserfahrung auch sehr entgegenkommt. Ich möchte einen zweiten Ansatz vorstellen. Das ist Ansgar Beckermann. Das ist ein deutscher Philosoph, der ist 1945 geboren und der in Deutschland ein Vertreter der Philosophie des Geistes war und eben sich viel mit dem Freiheitsbegriff beschäftigt hat. Und der lehnt die Idee einer Akteurskausalität als Kompatibilist eben auch ab. Er sagt, so kann man sich das nicht vorstellen, dass in uns irgendwie eine metaphysische Substanz ist, die irgendwie auf die Neuronen einwirkt. Er knüpft an John Locke an mit seiner Idee, wie er Freiheit erklärt. Und der Kern seiner Idee ist, dass die Freiheit auf unserer Fähigkeit beruht, innezuhalten. Wenn Sie also ein Wunsch in Ihnen entsteht, also Sie haben Hunger und Sie wollen zum Kühlschrank gehen und sich was herausholen, hat der Mensch eben die Fähigkeit, sich das bewusst zu machen, dass ich jetzt diesen Wunsch habe, und er kann diese Handlung unterbrechen. Und er kann vernünftig über seine Wünsche nachdenken. Also bei ihm liegt dann der Akzent auf dem vernünftigen Nachdenken, vernünftige Reflexion. Das wäre in diesem Sinn die Frage, die ganz einfache, und ist das jetzt auch wirklich vernünftig, dass ich schon wieder zum Kühlschrank gehe, weil ich Hunger habe und was zu essen hole? Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, eine Unterscheidung, die in der Philosophie gemacht wird,
die man kennen sollte, das ist also die Unterscheidung zwischen einem Handeln aufgrund empirischer Motivation, sagt man dann, dem Handeln aus Gründen. Also ein Handeln aus Grund wäre, wenn Sie quasi sich vor dem Kühlschrank plötzlich daran erinnern, dass Sie vor einer Woche den Entschluss gefasst haben, dass Sie eben das nicht mehr machen. Und dahinter steht ein bestimmter Grund, weil Ihnen der Arzt gesagt hat, Sie sollen nicht so oft zum Kühlschrank gehen, weil es gesundheitliche Probleme gibt. Das wäre ein Handeln aus Gründen, ein kognitiv, reflexiv, als Argument, ein Grund, eben, den ich mir vor Augen führe, in meinem Bewusstsein, und der mich dann in meinem Handeln bestimmt. Und in dieser Fähigkeit des Menschen, wenn ich ihn richtig verstehe, würde Ansgar Beckermann sozusagen die Freiheit des Menschen ansiedeln, also auch wiederum in der Fähigkeit, einfach auf dem Boden unserer spontanen Wünsche sozusagen ein größeres Spektrum also zur Verfügung zu haben an Handlungsmöglichkeiten, eben über Reflexion und Bewusstmachung dessen, was uns bestimmt. Er rekurriert dann auf die Fähigkeit des Gehirns zum Symbolverstehen und also ist durchaus der Meinung, als kompatibilistischer Philosoph wird er auch einverstanden sein, wenn man dann zu weit geht und vielleicht als Neurobiologe sich der Aufgabe widmet, ob nicht auch das Nachdenken über Gründe auch wieder neurobiologische Korrelate hat. Das ist wahrscheinlich so, oder mit ziemlicher Sicherheit. Aber alles scheint meines Erachtens zumindest dafür zu sprechen, dass wenn das auf einer bewussten Ebene gibt und auf einer abstrakten Ebene funktioniert oder sich vollzieht, dass das etwas tatsächlich etwas ganz anderes ist, als wenn man sich, wenn man so will, den unmittelbaren, spontanen Motivationen überlässt. Ich möchte den letzten Theoretiker ansprechen, der dazu etwas, meine ich, in unserem Breiten interessantes, eine These aufgestellt hat. Das ist Peter Biri. Das ist ein Schweizer, aus der Schweiz stammender Philosoph und auch Schriftsteller. Und er hat 2001 ein schönes Buch geschrieben, Das Handwerk der Freiheit. Und vielleicht kann man gleich bei dem Titel stehen bleiben. Er ist eben auch der Meinung, dass der Mensch zunächst einmal in seinem Wollen und Verhalten nicht frei ist. Aber Handwerk, also durch Arbeit, wenn man so will, das ist so also sehr, durch Handwerk, wenn man so will, können wir frei werden. Also er hat die Idee, dass wir uns Freiheit aneignen können, wenn man so will, und ein freieres Wollen aneignen können. Der führt Harry Frankfurt fort und seine Kernthese ist hier unter Punkt 2. Also die frei werden wir nach Peter Biere in der Aneignung, so nennt er das, eines spontanen Wollens oder Willens in uns, durch die drei Stufen der Artikulation, das meint einfach sprachliche Artikulation in die Sprache bringen, damit verobjektivierbar machen, vor sich haben, verstehen, also was möglicherweise einen bestimmten Willen, ein Wollen in mir auslöst, wie es mit anderen, mit meiner Vergangenheit zusammenhängt. Und dann philosophisch wohl das Entscheidende ist die Identifikation mit diesem Willen, also ob ich das Wollen, das in mir ist, bejahe oder nicht bejahe. Das wäre, wenn man so will, auch das Erbe, würde ich sagen, von Harry Frankfurt. Also wie ich dazu Stellung nehme letztlich, ja, ob ich dann, nachdem ich diesen Willen mir bewusst vor Augen geführt habe und verstanden habe, warum er zustande kommt, warum ich vielleicht diesen spontanen Impuls habe. Ich habe da darum gedacht, das kann man schon auf das Beispiel überlegen, ob ich Medizin studieren soll oder nicht. Das artikuliere ich einmal, das heißt, ich versuche mit einem anderen Menschen darüber zu sprechen, dass ich überhaupt das Bedürfnis habe und wie sich das artikuliert und differenziert. Verstehen, warum ich das überhaupt will und wie es zu meiner Lebensgeschichte passt. Und dass sie dann immer noch die Möglichkeit letztlich haben, angesichts, das wären die Gründe wieder von Ansgar Beckermann, der verschiedenen, dafür und dagegen, sich mit diesem Willen zu identifizieren oder nicht. Und das sieht er als einen Prozess, der sozusagen verschiedene Grade haben kann und ist der Meinung, dass sie also in einem, als Person, in einer bestimmten Hinsicht, in ihrer beruflichen Entscheidung oder ihrem
partnerschaftlichen Verhalten, dem, was sie da tun, verschieden frei sein können. Ja. Und charakteristisch für ihn scheint mir auch, dass er mehr sozusagen an dem Selbst, er spricht auf dem Selbst, hat das neurobiologische Selbst und dann das andere philosophische Selbst, das Identität eines Menschen. Also, dass er immer wieder davon spricht, wir verändern durch diese Prozesse, Artikulation, Verstehen und Identifikation, eigentlich werden wir, bekommen wir ein neues Selbst. Also, da verändert sich unsere Wertauffassungen als Matrix von nachfolgenden Wünschen und Handlungen. Also, wenn Sie so einen Prozess durchlaufen und sich intensiv mit irgendeiner Frage auseinandersetzen, dann würden Sie als ein anderer, würden wir sagen, daraus hervorgehen. Und er würde Freiheit auch da hinein verlegen, in dieses Prozess, nicht nur in einzelne Handlungen, sondern auch quasi in die Auseinandersetzung mit sich selber und mit dem eigenen Selbst. Ja. Das habe ich schon erwähnt, einen Schluss Medizin studieren. Vielleicht kommen wir zum letzten Folie mit dem Ertrag. Wenn man sich das alles überlegt, hat man den Eindruck, dass die entscheidende Fähigkeit, würde ich sagen, des Menschen, warum er sich frei fühlt oder was Freiheit bedeutet, darin liegt, sich die eigenen Motive und Strebungen bewusst zu machen, die ihn immer schon bestimmen und in denen er quasi unfrei ist. Aber er kann sich zu ihnen zumindest verhalten, also ein reflexives Verhältnis zu ihnen treten. Wie das dann genau aussieht mit dem Entscheidenden, dass sie einige von diesen Dingen sozusagen für sich bejahen und andere nicht bejahen. Also ich glaube, dass es das gibt, dass das zum Menschen dazugehört. Und ich glaube auch, dass man das letztlich nicht wieder völlig neurobiologisch erklären kann. Man wird wahrscheinlich darauf rekurrieren, dass bestimmte Schwebezustände neurobiologisch entstehen können, in denen dann auf einer ganz bewussten Ebene, wo uns das bewusst wird, eben so oder so an entschieden wird. Was bisher nicht zur Sprache gekommen ist, ist, was ich auch für wichtig halte, dass unser Geist, also die Fähigkeit des menschlichen Geistes, dass wir die Möglichkeit haben, alternative Welten und Möglichkeiten des Handelns zu entwerfen. Also, dass sie die Fähigkeit auch zur Negation haben, dass zum menschlichen Geist auch, das wird oft als Transzendenzfähigkeit des menschlichen Geistes bezeichnet. Sie können Bestehendes überschreiten. Darin gründet auch eine Kritikfähigkeit des Menschen. Er kann immer einen Entwurf für sich auch haben, der das Bestehende negiert, überschreitet und kann sich da sozusagen wieder eine solche Utopie, wenn man so will, auch des Lebens oder zum Ziel machen, sich damit identifizieren. Also, dass hier ganz neue Handlungsspielräume entstehen. Den letzten Punkt möchte ich dann für die Diskussion noch oder nach den letzten Vorträgen, vielleicht kommt dann aber von meinen noch dazu, die Unterschied von Handlungsfreiheit und Willensfreiheit und die gesellschaftliche Dimension. Dankeschön. Besten Dank. Sehr gut. Wir schauen jetzt einmal, machen eine Unterbrechung und schauen, was hier jetzt an spontanen Wortmeldungen, Inputs entsteht. Bitte, Sie haben die Möglichkeit, sich zu unmuten und auch also akustisch einfach etwas rein zu sagen in den Room oder halt auch in den Chat zu schreiben. Also nutzen Sie bitte die Möglichkeit, dass wir da ein bisschen in einen Diskurs geraten. Falls nicht, dann fange ich oder versuche ich es jetzt einmal. Und zwar, also in Summe, das, was jetzt für mich in Ihrer systematischen Darstellung rausgekommen ist, ist, dass ganz zentral die Selbstreflexionsmöglichkeit des Menschen anscheinend der Angelpunkt ist, so in das, was wir Freiheit, menschliche Freiheit
nennen. Das ist irgendwie wiederkehrend gekommen. Ja, würde ich so bestätigen. Also ich glaube, dass die Fähigkeit eben des Menschen, sich selber zu objektivieren, das heißt, in Distanz zu sich selber treten, das wissen wir, dass das in diesem Ausmaß, zumindest bei den Tieren, nicht möglich ist. Und dass das eine Voraussetzung ist, quasi Spielräume eröffnet, in denen sich sowas wie Freiheit dann realisiert. Ja, dann das Beispiel mit dem Medizinstudium, das ist ja ein ganz gutes, kann ich ein praktisches Erlebnis einbringen. Unsere Institution AKH 4J liegt ja von außen zugehbar und es kommen immer wieder mal Personen herein, die ganz interessant sind. Und einmal ist mir passiert, dass hier ein verzweifelter junger Mann reinkam zitternd. Ich wurde gebeten, ich möge mich seiner annehmen, nicht? Und wir haben uns dann hingesetzt. Er hat sich beruhigt und dann hat er gemeint, er hat die Prionenerkrankung, also er hat Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, ne? Und dann sind wir ein bisschen so ins Gespräch gekommen und dann irgendwie, ich will es kurz fassen. Es war ein Medizinstudent nach dem ersten Semester. Und ich glaube, ich habe dann sehr rasch den Punkt getroffen. Ich habe auf ihm auf den Kopf zugesagt. Ich glaube, Sie kriegen gerade alle Krankheiten, die Sie lernen, nicht? Und es ist dann rausgekommen, er hatte bei dem Aufnahmetest des Medizinstudiums unter diesen tausenden Bewerbern hat er den achten Platz gemacht, also ganz, ganz vorn. Eins der besten Ergebnisse überhaupt und die ganze Umgebung hat auf ihn gedrückt. Er muss bei so einem Ergebnis, er muss die Medizin machen. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn Sie das so gut abgeschnitten haben, müssen Sie ja nicht die Medizin machen. Sie können irgendwie Physik oder etwas anderes, wo Sie mit diesen Krankheiten nicht zu tun haben. Und am Ende hat er gemeint, ich bin der gütigste Mensch auf dieser Welt, dass ich ihm das so sag. Alle meinen, es muss anders sein. Und er hat schon mit seinen Beschwerden war er schon an drei Neurologien und niemand hat herausgefunden, was er hat. Nicht? Also habe ich anscheinend das getroffen, was die menschliche Freiheit irgendwie berührt. Nicht? Berührt. Das ist eine Anekdote aus dem Leben. Schauen wir mal, ob vielleicht Inputs kommen. Erne, willst du was Ja. sagen? Ja, mir hat in einem, ja, das Beckermann hat das gesagt, das hat mir gut gefallen, weil da zwei vielleicht sonst unterschiedlichen Bereichen zugeordnete Begriffe vorkommen. Das war die Fähigkeit innezuhalten, die so eher, was weiß ich, vielleicht in der Religion oder so angesiedelt ist, und vernünftig nachzudenken. Und das finde ich eine sehr wichtige Klammer, weil ohne Innehalten funktioniert ja das alles nicht, ne? Also damit ich über was nachdenken, mir etwas bewusst werden kann, braucht es diesen Stopp einmal. Das ist mir da sehr aufgefallen, ja? Weil so das Innehalten, ja, dazu kommen wir oft nicht, ne? So dieser Student, das war so ganz klar, wenn er da so gut abschneidet, dann ist der nächste Schritt eh schon klar. Für ihn war es aber nicht so, ne? Er hat noch das sich dazu verhalten, braucht einmal das Innehalten. Das ist mir sehr aufgefallen. Vielleicht darf ich da kurz die Brücke machen, nämlich ich lese da gerade den Titel von dem gesamten Kurs Ethics in Medicine and Spiritual Care. Meines Erachtens gibt es hier einen Zusammenhang von Freiheit und Spiritualität. Also wenn man dann spirituelle Vollzüge so versteht, dass sie quasi einen Bewusstseinsraum schaffen, der quasi in dem man quasi einen neuen Blick auf sich werfen kann, würde man sagen, erweitern sich die Freiheitsräume des Menschen. Ja. Stellt sich halt ein bisschen die Frage, ob da nicht manchmal zu viel Raum ist, ob die Menschen sich da auch dann noch auskennen. Ja, wenn zu viel Raum ist, ja. Ja, also dass zu viel Gründe gefunden werden können, was dafür, dagegen spricht oder wie auch immer, und dass dann die Entscheidungsfähigkeit
vielleicht doch schwerer ist einfach, oder? Ja, Ja. richtig. Ja. Das wird aber beschrieben, also als, wenn man so will, vor allem von den Soziologen, glaube ich, also dass die Multioptionsgesellschaft, also die Idee, dass jetzt, das haben wir aber auf der gesellschaftlichen Ebene, dass ein zu viel an Optionen und Handlungsmöglichkeiten zu einer Überforderung führen kann. Wenn man an den Peter Pire zurückdenkt, oder der, glaube ich, wieder ein sehr, sehr gut mit therapeutischen Prozessen in Verbindung gebracht werden kann, würde man sagen, dass wir benötigen eben in der Freiheit, oder ich erringe oder erarbeite mir, wie der Pire sagt, Freiheit, indem ich immer wieder nach dieser Artikulation und dem Verstehen der Dinge sozusagen mich selber zwinge, womit will und kann ich mich denn identifizieren wirklich? Und sich da vorzuarbeiten. Und zum Beispiel kann in dem Beispiel vom Herrn Kollegen, dem Medizinstudenten mit dem super Ergebnis beim Test, wenn der möchte Medizin studieren und hat die Option der Technik, er könnte es einen Schritt zurückgehen und sagen, ich habe die Fähigkeit, wahnsinnig gut zu denken, zumindest mit dem identifiziere ich mich. Und das ist einmal ein Rahmen, der verfolgt wird. Und dann kann ich herauslösen, womit ich mich eben nicht identifiziere. Und da hat der Biere schon recht, dass diese Artikulation eine wichtige Voraussetzung ist, Dinge sich klar vor Augen zu führen, also die einzelnen Motive, die uns bewegen. Und wenn ich sie dann einzeln vor mir sehe, fällt es leichter, dieses Ja oder Nein dazu zu sagen. Ja. Das ist ja auch noch eine spannende Geschichte, ne? Bin ich für mich allein freier oder freier, wenn ich im Dialog mit anderen bin, oder? Weil so dieses Abwägen und Sehen ist ja oft, oder artikulieren auf wen hin oder mit wem artikuliere ich mich denn, ne? Durch Selbstgespräche oder gibt es jemanden, der mir Resonanz gibt? Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe mal einen Vortrag gehalten über diesen Peter Piri auch, und da ist als Kritik gekommen, dass das ein sehr monologischer Freiheitsbegriff ist, so sozusagen, ich gehe in mich und finde da dann letztlich meine Freiheit. Es stimmt natürlich, dass ein Mensch ein soziales Wesen ist, aber wir wissen auch, ich glaube, dass wir den Dialog brauchen, um zu uns selber zu finden oder den anderen Menschen. Aber wir wissen auch, dass der Einfluss des anderen immer auch entfremdend sein kann. Und das nimmt ihnen niemand ab. Also sich selber zu vergewissern, wie weit andere Menschen letztlich förderlich sind für sich selbst oder sie unterdrücken beginnen oder sozusagen oktroyierend werden oder totalitär werden. Ja, weder das eine noch das andere ist per se Freiheit befördernd, oder? Ja. Dialog kann einengen, Alleinsein kann einengen oder weiten. Ich sehe einige versierte Kollegen und Kolleginnen im Raum. Direkt zugefragt, Frau Professor Willinger, haben Sie einen Ad-hoc-Input zum Thema freier Wille? Oder falls es jetzt gerade nicht gerade technisch gehen sollte, könnten wir auch den Herrn Magister Deckert fragen. Wollen Sie sich einbringen? Weil es ist ja die gleiche Gruppe aus der Neuropsychologie. Nein, gut, dann ein weiterer Versuch. Herr Rieger, Sie sind auch sehr reflektiert und in verschiedenen Bereichen. Gibt es Ihrerseits einen Ad-hoc-Input? Zu, ich habe das jetzt sehr aufmerksam gelesen. Hört Sie mich? Ja. Ja, sehr gut. Ja, ich habe das jetzt natürlich die ganze Zeit auf dem Hintergrund meines Themas dann im kommenden Monat verfolgt und hänge auch so ähnlich wie die Kollegin Radlmeier-Mischling bei der Frage dieser Reflexionsfähigkeit.
Weil bei mir wird es ja dann gehen wieder, also noch einmal ein zweites Mal sozusagen wie letztes Jahr um das Thema assistierter Suizid, wo wir da jetzt gerade stehen, in den Ordensspitälern vor allem Österreichs und unserem Orientierungsrahmen dazu. Und wir haben jetzt natürlich erste Erfahrungen gemacht dazu, aber dem will ich jetzt nicht vorgreifen. Aber natürlich, das spielt ein extrem entscheidendes Thema, ist das die Frage nach dem freien Willen. Und es wird ja vom Gesetzgeber sehr lapidar im Grunde da in den Raum gestellt. Genau diese Urteils- und Einsichtsfähigkeit ist ja dann von zwei Ärzten zu prüfen, vor allem diese und natürlich die Aufklärung dahinter. Und wie komplex diese Urteils- und Einsichtsfähigkeit ja ist, die dann oft, muss ich sagen, mit einer gewissen Falschneutigkeit auch konstatiert wird oder eben nicht konstatiert wird. Ja. Also ich habe jetzt keine ganz konkrete Anfrage, sondern das ist mir so im Hinterkopf einfach mitgeschwungen. Ja, okay. Dann ein letzter Aufruf in die Runde für allfällige weitere Inputs. Ad-hoc-Statements. Wenn nicht, gehen wir weiter zum zweiten Beitrag. Das wäre jetzt, wie sollen wir, in welcher sind Sie? Oder, ja, gut, passt. Ja. Dann machen wir Ihre Folien auf. So, und ups, muss nur einmal schauen, dass wir da zum richtigen Beitrag kommen. Ups, ja, das sollte passen. Okay. Das geht ja. Ja, vielen Dank. Es gab, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute da bei Ihnen sprechen darf. Ich werde ziemlich konkret anschließen an das, was mein Vorredner gesagt hat. Ich tue mich jetzt gleich hier als Kompatibilist, das ist ein schwieriges Wort, ich würde mich lieber anders outen, weil alle anderen Wörter sind leichter, bezeichnen. Ich werde daher eine kleine Abkürzung dann nehmen und werde rasch ein paar Dinge durchgehen und dann zu meinem eigentlichen Thema kommen. Meine These ist, dass man häufig den freien Willen als etwas zu sehr kategorial ansieht, sondern dass es sich hier meistens um was Dimensionales handelt. In vielen Fällen unserer Handlungen sind wir gar nicht so sehr angewiesen auf den freien Willen. Viel von dem, was wir tun, geht automatisch. Das, wo der freie Wille dann von Belang ist, ist letzten Endes, wie schon mein Vorredner gesagt hat, wenn es um Entscheidungsprozesse geht, die Reflexion verlangen. Man kann auch davon ausgehen, dass das, was uns letztens auch ein bisschen von den Tieren unterscheidet und was sozusagen eine wesentliche Rolle in der Reflexionsfähigkeit spielt, ist ja unsere Theory of Mind-Fähigkeit. Also unsere Fähigkeit, dass wir sozusagen uns nach außen stellen können, uns von außen betrachten können, dann wieder uns überlegen können, was wir an andere von uns denken. Das ist sozusagen eine ganz spezielle Fähigkeit des Menschen, die dann letzten Endes auch den freien Willen in irgendeiner Form bedingt. Noch hier ganz kurz mal durchgegangen, die verschiedenen Positionen zu freiem Willen, wir haben das eh schon gehört, eine Extremposition wäre der Liberalismus sozusagen, der ausgeht von der Absolutheit des freien Willens. Das wären zum Beispiel Existenzialphilosophen wie Camus oder wie Sartre gewesen. Auf der anderen Seite steht der harte Determinismus, der teilweise von Neurobiologen wie zum Beispiel Gerhard Roth oder Singer vertreten wird, wobei auch in Gesprächen das nicht mit dieser Radikalität durchgehalten wird, wie es oft auf den ersten Blick gelingt. Man sieht und dann die Position des Kompatibilismus, die wir schon bei unserem Vorredner kennengelernt haben. Ja, überlegen wir uns mal, und hier beziehe ich wieder auf Peter Piri, den wir schon kennengelernt haben, was denn der unbedingte
Freiheit wieder bedeuten würde. Gedacht kann wirkliche Freiheit nur dann werden, wenn das Wollen von absolut nichts abhängt, also durch absolut nichts bedingt wird. Ich werde das jetzt nicht in Einzelnen vorlesen, aber die Conclusio, die ist, glaube ich, schon relativ wichtig. Das würde bedeuten, dass unser Wollen eigentlich in keinem Zusammenhang steht mehr mit dem, was wir früher gedacht haben, mit unserer Persönlichkeit, mit unseren früheren Motivationen. Also in irgendeiner Form würde jeweils jede Willensäußerung, wenn sie absolut frei wäre, eigentlich in der Luft hängen. Ja, das haben wir schon kennengelernt. Wir kommen hier jetzt mal dahin, wie jetzt überhaupt jetzt Handlungen zustande kommt. Also ich habe Motive, die teilweise bewusst sind, teilweise unbewusst. Ich habe verschiedene Wünsche. Ich überlege, aus diesen Überlegungen heraus resultiert ein Wille. Ich überlege unter Umständen weiter, woraus letztens eine Handlung entsteht. Hier sind wir natürlich schon im Bereich der Reflexionen. Ja, wir haben ja schon relativ viel von der Neurobiologie gehört, wobei die Diskussion über den freien Willen hat eine lange Tradition, wo es durchaus auch andere Elemente gibt, wo man schon angenommen hat, dass der freie Wille eingeschränkt ist, zum Beispiel genetische Faktoren. Dann, was ganz wichtig war von Seiten der Soziologen, war die Sozialisation, die natürlich auch uns weithin festlegt, dann Umwelteinflüsse, die Art der Entscheidung. Ja, und dann natürlich der Zustand des Gehirns. Hier greifen die meisten Neurobiologen auf die Experimente von Benjamin Libet zurück, der allerdings in späteren Arbeiten immer wieder gesagt hat, dass er da etwas falsch interpretiert hat und eine ganz gewisse Konstellation gemeint hat. Also er hat festgestellt, dass offenbar Impulse im Gehirn schon vorher stattfinden, bevor die Probanden gemeint haben, dass sie sich jetzt für etwas entschieden haben, der Knopfdruck. Aber dass das natürlich für ganz bestimmte Konstellationen der Fall ist und sozusagen, wenn es Handlungen gibt, die Überlegungen erfordern, da auch andere Dinge eine Rolle spielen. Ja, wir haben schon den Henry Frankfurt kennengelernt bei meinem Vorredner. Er hat eine Hierarchisierung der Wünsche präsentiert. Wir haben schon davon gehört, jeder Mensch hat verschiedene Motive und Wünsche in sich, die letzten Endes von Wünschen zweiter Ordnung und Volitionen zweiter Ordnung gesteuert werden. Was versteht man darunter? Wünsche zweiter Ordnung sind Wünsche, die sich darauf beziehen, Wünsche zu haben oder nicht zu haben. Wenn man so will, könnte man sagen, das sind sozusagen Meta-Wünsche. Volitionen zweiter Ordnung sind Wünsche, die hinsichtlich der Handlungswirksamkeit von existierenden Wünschen bestehen. Also ich habe einen Wunsch und da ist halt die Frage, ob ich tatsächlich möchte, dass dieser Wunsch sozusagen handlungswirksam sind. Also Hausnummer, wenn ich Ärger mit einem Menschen gehabt habe, so habe ich vielleicht den Wunsch, ihn sozusagen den Hals umzudrehen, aber im Grunde genommen die Volitionen zweiter Ordnung, die hinterfragen das, ob ich mir das tatsächlich wünsche, dass dieser Wunsch in eine Handlung umgesetzt wird. Ja, ein Aspekt der menschlichen Freiheit ist das Bewusstsein des Anderskönnen. Das ist von verschiedenen Faktoren abhängig, also das Erleben von Handlungsfreiheit, das Erleben doxastischer Offenheit. Ich kann relativ zu dem, was ich jetzt weiß oder zu wissen glaube, so oder auch anders entscheiden. Verschiedene Möglichkeiten sind mit meinem Situationsverständnis verträglich. Das heißt, ich habe verschiedene Handlungsoptionen und erlebe mich frei, eine von diesen Handlungsoptionen sozusagen zu wählen. Dann das Erleben psychologischer Indeterminiertheit. Ich werde von außen jetzt nicht auf eine Art und Weise beeinflusst oder auch nicht von einem Innenleben, dass ich mich in der Freiheit eingeschränkt fühle. Und dann das Gefühl der Autorenschaft. Also ich bin der Meinung, dass ich der Herr meiner Handlungen bin. Jetzt die radikalen Deterministen würden das natürlich unter einer Illusion fassen. Aber darüber kann man ja unter Umständen dann noch diskutieren. Ja, ich komme jetzt zu
den Kernpunkt meines Vortrages zu der Erfahrung der Unfreiheit. Ich gehe davon aus, als Psychiater, dass es Zustände gibt, die mit einer deutlichen Unfreiheit des freien Willens verbunden sind, vor deren Kontrastfolie man auch dann erst erkennen kann, inwieweit unser Wille im Alltag doch der Freiheit bestimmt sind. Auch hier beziehe ich mich ganz wesentlich auf Peter Piri, das Handwerk der Freiheit, ein Buch, das ich wirklich nur jedem nahelegen kann. Er unterscheidet verschiedene Formen der Unfreiheit des freien Willens. Als erstes den sogenannten getriebenen Willen. Er bezieht das jetzt nicht auf spezifisch psychische oder psychiatrische Zustandsbilder. Das ist schon wieder mein Geschäft sozusagen als Psychiater, dass ich daraus den Schluss ziehe, was das für uns als Psychiater bedeutet. Also, der getriebene Wille ist dadurch gekennzeichnet, dass es zu einem ungefilterten Einströmen von Eindrücken kommt. Es kann jetzt sein Eindrücke, die jetzt von außen kommen, aber auch Eindrücke, also teilweise Gedanken, Vorstellungen, Fantasien, die von innen kommen. Fantasien gewinnen an Durchsetzungsvermögen. Es kommt zu einem schnellen Auflackern, aber auch wieder von Verschwinden von Wünschen. Die Betroffenen haben fehlende Distanz zu sich selber, keinen kritischen Abstand zu ihren Wünschen. Und durch den Verlust dieses Abstandes können diese Wünsche auch jetzt nicht zurückgestellt werden. Allerdings ist sozusagen die Möglichkeit, über die Wünsche zu reflektieren, auch mehr oder weniger dann nicht mehr vorhanden, wodurch es allerdings auch keine Last der Entscheidung gibt. Also wenn ich jetzt selber von meinen Wünschen getrieben werde, die sehr schnell wechseln können, entscheide mich auch nicht mehr zwischen irgendwas. Das damit verbunden ist natürlich der Verlust der Zukunftsgestaltung, nachdem ja Zukunftsentwürfe, die über längere Zeit gehen, praktisch nicht mehr möglich sind. Und was auch wichtig ist, der getriebene Wille im Gegensatz zu anderen Einschränkungen des freien Willens weiß nichts über die eigene Unfreiheit. So, wo finden wir das? Das ist nur die grafische Darstellung des Ganzen, also der Einfluss der Wünsche zweiter Ordnung, der Volitionen zweiter Ordnung auf die Wünsche sind einfach verschwunden letztendlich. Und ein Wunsch oder ein anderer Wunsch kann abwechselnd das Feld sozusagen bestimmen. Wo finde ich das? Das finde ich bei Rauschzuständen. Das kann ich in Deliren finden, in Verwirrtheitspsychosen, aber auch in Manien. Ja, bei Demenzen jetzt nicht regelhaft, aber es gibt Stadien innerhalb einer Demenz oder Zustände, in denen ich sozusagen diesen getriebenen Willen halt finden kann. Und letzten Endes bei hirnorganischen Psychosyndromen, auch dafür gilt jetzt nicht bei allen. Also bei Demenzen, bei hirnorganischen Psychosyndromen kann es auch andere Einschränkungen des Willens geben. Bei den ersten vier, also bei Rauschzustände, die schweren Rauschzuständen, Delirien, Verwirrtheitspsychosen und Manien, findet man das regelhaft. Die zweite Form ist der zwanghafte Wille. Hier ist es so, dass die Betroffenen reflektieren können über diese Einschränkungen, die sie hier erleben. Das ist im Gegensatz zu dem, was wir zuerst gehört haben über den getriebenen Willen. Hier ist das Überlegen luzide und selbstständig. Es gibt eine kritische Distanz zum Wollen und zu sich selber. Die Betroffenen wissen, dass es andere Möglichkeiten gäbe, aber es gibt einen unkontrollierbaren, nicht leitbaren Willen, der sozusagen diese ganzen Überlegungen überspielt. Wie gesagt, es gibt eine Unbelehrbarkeit durch Erfahrung und wir werden gleich mal sehen, um welche Zustandsbilder es sich da handelt. Vielleicht diejenigen von Ihnen, die mit Psychiatrie zu tun haben, werden das eh schon leicht ableiten können. Das ist nur noch die Darstellung. Also hier gibt es noch Wünsche zweiter Ordnung und hier gibt es Volitionen zweiter Ordnung. Also die Betroffenen wissen, dass sie hier ein Problem halt haben, aber dieser Wunsch ist so stark, dass er diese Metaebene sozusagen überspielt. Das finden wir
bei substanzgebundenen und nicht substanzgebundenen Süchten, aber auch zum Beispiel bei Paraphilien. Das ist ein großes Thema, zum Beispiel bei pädophilen Menschen, die halt da von diesen zwanghaften Willen getrieben worden sind. Wobei natürlich auch hier sieht man so ein Stück trotz allem auch die Freiheit, die praktisch überbleibt, es trotzdem bleiben lassen zu können. Aber es ist immer ein Kampf zwischen diesen zwanghaften Willen und eigentlich den Volitionen, die unter Umständen halt dann auch ab und an bei manchen dieser Menschen verloren geht, wenn dieser zwanghafte Wille zu stark ist oder wenn die Volitionen zweiter Ordnung zu schwach ausgeprägt sind. Die nächste Einschränkung des freien Willens wäre der sogenannte unbeherrschte Wille. Das sind übermächtige, von starken Gefühlen getragene Wille. Die Beurteilung des Wunsches entfällt. Man erlebt sich von einem übermächtigen Willen geradezu weggeschwemmt. Eben nicht der Gehalt, sondern vor allem die Durchsetzungsfähigkeit entzieht sich der Kontrolle. Was waren wir hier vor uns? Es gibt sozusagen noch diesen Wunsch zweiter Ordnung, aber er wird durch den Wegfall der Volitionen zweiter Ordnung sozusagen außer Kraft gesetzt. Es gibt einen ich-syntonen Wunsch, der dann sehr, sehr durchsetzungsfähig ist und den Willen und damit auch dann die Handlung bestimmt. Wo finden wir das? Wir finden das vor allem bei Affektdelikten, aber auch bei verschiedenen Formen von Persönlichkeitsstörungen, gerade bei dissozialen Persönlichkeitsstörungen, aber auch bei emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen. Die vierte Form wäre da, und es gibt fünf Formen, also ich bin auch dann bald bei einem Ende, ist der sogenannte erzwungene Wille. Die Wahl zwischen zwei Übeln, ohne subjektiv oder objektiv aus einer Situation aussteigen zu können. Eines der Übel ist eine massive Drohung. Die Entscheidungsfreiheit bleibt erhalten. Es gibt jedoch einen überwältigenden Eindruck, etwas tun zu müssen. Also zum Beispiel, wenn ein Angehöriger entführt wird und mit dem Tode bedroht wird und man dadurch gezwungen wird, sozusagen eine Handlung zu setzen, die man im Eigentlichen jetzt nicht setzen möchte. Wo findet man das im psychiatrischen Bereich? Bei dem sogenannten Threat Control Override Symptomen. Was versteht man darunter? Man versteht dadurch die Wahnidee, dass es eine massive Drohung von außen gibt, also jemand, der einen verfolgt und der einen eigentlich umbringen möchte oder einen zu bestimmten Dingen zwingen will, indem man sozusagen Willensfunktionen übernimmt. Also das heißt, ich habe dann den Eindruck, ich bin nicht Herr meines eigenen Willens, sondern mein Wille wird von außen, von einer äußeren Institution sozusagen übernommen, wodurch ich sozusagen meinen Willen als gezwungen erlebe. Also ich erlebe mich praktisch von außen beobachtend, dass irgendetwas von außen die Kontrolle über mich übernimmt. Also ich sehe das, aber ich kann sozusagen nichts dagegen tun. Die letzte Form wäre der sogenannte fremde Wille. Hier ist es so, dass das Nachdenken übergangen wird. Die Person erlebt sich nicht mehr an der Willensbildung beteiligt. Es kommt zu einem vorübergehenden Verlust der Fähigkeit der Willensbildung, Verlust der Homogenität des Subjekts und letzten Endes im Nachhinein in der Beobachtung ein Entsetzen über die Unfreiheit. Wo finden wir das? Das finden wir bei den dissoziativen Identitätsstörungen, also das, was man früher als multiple Persönlichkeit genannt hat, aber auch unter Umständen bei der Kleptomanie, wenn ich diese Impulse nicht als zu mir gehörig empfinde, sondern eigentlich dann nach den Handlungen als ich fremd. Und ich komme jetzt schon zu meinem Resümee.
Also in der Philosophie und in der Rechtswissenschaft haben sich weitgehend kompatibilistische Handlungen zum freien Willen durchgesetzt. Das stimmt natürlich schon, aber natürlich mit Einschränkungen. Es gibt auch durchaus Positionen von Philosophen, wie zum Beispiel Richard Dennett, auch ein Philosoph der analytischen Richtung, die gemeint haben, dass wir weitestgehend unseren freien Willen doch festgesetzt ist und dass es sich hier um eine Illusion handelt. Auf der anderen Seite gibt es eben Philosophen wie David Chalmers oder den Peter Piri, den wir schon kennengelernt haben, der weitgehend eine kompatibilistische Handlung vertritt. Manche Hirnforscher vertreten demgegenüber eine hartdeterministische Position, wonach Determinismus und freier Wille nicht miteinander zu vereinbaren sind. Das hat für unser Rechtssystem, hätte das nicht unwesentliche Konsequenzen. Sie plädieren nämlich für einen Wechsel vom Schuldrecht zu Präventionsrecht. Für mich war in der Diskussion, zum Beispiel mit Gerhard Roth, mal ganz interessant, wie er damit umgehen würde, wenn sozusagen sein Kind, wenn er es hat, sozusagen jetzt irgendetwas tut, mit dem er nicht einverstanden ist, ob er es dann zurechtweisen würde oder nicht, oder bestrafen würde oder nicht. Das sind ja dann Alltagsfragen, die letzten Endes von wissenschaftlichen Positionen so ein Stück weit auch dann abgehoben sind, wo es aber dann schon auch ein bisschen weist, inwieweit das letzten Endes, also hart deterministische Positionen, eigentlich lebbar sind. Die Qualität des freien Willens zeigt sich häufig erst bei Betrachtung der Einschränkungen des bedingten freien Willens. Das ist das, was ich, wo ich ihn gemeint habe, dass der freie Willen eigentlich nicht als was kategorial zu sehendes ist, sondern etwas Dimensionales. Ne? Betrachten wir zum Beispiel jetzt nur eine Manie. Am Höhepunkt einer Manie ist der Wille, freie Wille sicherlich weitestgehend aufgehoben. Wenn eine Manie rückläufig ist oder remittiert, so kommen dann langsam wieder Äußerungen oder Handlungen, die zeigt, dass das Individuum auch wieder mehr Freiheitsdimensionen sozusagen halt gewonnen hat. Okay, und damit bin ich an sich an meinem Ende und übergebe wieder. Dankeschön. Gut, herzlichen Dank. Wir werden auch hier versuchen, eine Diskussion zu führen. Okay, bitte um Input. Ja, also vielleicht, ich versuche wieder ein bisschen zu aktivieren. Es ist, Sie haben als forensischer Psychiater, haben Sie ja Einblick in die Schuldfähigkeit und wie das auch das Spektrum der Schuldfähigkeit an sich. Wir hören ja in diesen Tagen sehr viel vom Strafgesetz und Gericht, also nicht unbedingt wegen der ganz brutalen Verbrechen, sondern auch in der Politik spielt es jetzt eine Rolle. Und es geht ja immer im Kern um die Frage, was wurde gewusst und was wurde nicht gewusst. Nicht? Und wie ist das Spektrum aus Ihrer Erfahrung? Sie sehen viele Personen. Wie oft existiert tatsächlich dieser freie Wille, dass eine Person so intakt ist, dass man sagen kann, ja, ich meine, das ist irgendwie, das Wollen war halt in einer Richtung, wie es unsere Gesellschaft nicht akzeptieren kann. Ne? Und wie oft passiert es, dass man da irgendwo in diesen Übergangszonen ist? Ja, man muss jetzt mal sehen, dass an sich die forensische Psychiatrie, da generell die Forensik sozusagen das Problem des freien Willens versucht mehr oder weniger auszuklammern. Ne? Also die Schuldfähigkeit oder die Zurechnungsfähigkeit, wie es an sich in Österreich heißt, Schuldfähigkeit wird eher als Begriff in Deutschland verwendet, basiert ja auf der Annahme, dass es so etwas gibt wie eine Einsichtsfähigkeit und eine Steuerungsfähigkeit. Ja? Also die der
Es steht zwar immer die Problematik des freien Willens im Hintergrund, aber dadurch, dass dieser Begriff teilweise so schwierig handzuhaben ist für ein Rechtssystem, kommt es zwar irgendwo in OGH-Urteilen, also im Obergerichtshof vor, allerdings im Gesetzbuch findet sich das nicht. Also wir beziehen uns auf die Einsichtsfähigkeit, das heißt, ob jemand aufgrund seiner psychischen Verfassung die Einsicht hat, sozusagen in das Verbotene oder Gebotene einer Handlung und ob die oder der Betroffene gemäß dieser Einsicht handeln konnte. Also sprich, ob er ausreichend steuerungsfähig war. Ja? Daraus resultiert letztens die Annahme, ob jetzt jemand schuldfähig war, beziehungsweise eben für seine Handlungen verantwortlich waren. Das passiert eigentlich so im Normalpsychologischen, hat das jetzt an sich, ist es kein Problem. Also jemand, der zum Beispiel ein Durchschnittsneurotiker ist, der ist natürlich jetzt schuldfähig und verantwortlich für seine Handlungen, weil er eine Einsicht hat in das Gebotene oder Verbotene Handlung, weil er üblicherweise auch gemäß diese Einsicht auch handeln kann. Problematischer wird es vielleicht bei, zum Beispiel, wie ich schon in meinem Vortrag gesagt habe, bei zum Beispiel schweren Paraphilien. Also wenn jetzt jemand unter einem sehr starken Drang steht, irgendeine bestimmte Handlung zu setzen und letzten Endes seine Bremsmechanismen, also wir haben hier von Volition und zweiter Orden gesprochen, dann nicht ausreichen, um jetzt sozusagen diese Wünsche dann letztendlich hintanzuhalten. Ja. Hier im Übergangsbereich, wo eben die Gutachter das genau sich anschauen müssen, ob die Steuerungsfähigkeit so weit eingeschränkt war und damit auch die freie Willenstätigkeit, dass sozusagen der Betroffene nicht mehr verantwortlich ist für seine Handlungen. Das sind wir in einem Übergangsfeld, wo es ganz klar ist und was sozusagen fast das Paradigma ist der Schuldunfähigkeit, ist zum Beispiel, wenn ein Schizophreniekranker aus einem Wahn heraus letzten Endes einen vermeintlichen Verfolger attackiert. Das wird eigentlich als Paradigma angenommen, wobei das für mich gar nicht so unproblematisch ist. Ich habe relativ große Untersuchungen gemacht über diese Bereiche und die meisten schizophrenen Patienten, die sich verfolgt gefühlt fühlen, auch wirklich vital bedroht fühlen, attackieren ihre vermeintlichen Verfolger eigentlich nicht. Ja? Sondern das, was man üblicherweise macht, und das ist auch, was ich immer meine Studenten oder halt meine Assistenzärzte dann frage, was ist denn das Logische, was man macht, wenn man sich verfolgt fühlt? Naja, es gibt die Möglichkeit, dass man sich zurückzieht innerhalb der eigenen vier Wände und einsperrt. Es gibt die Möglichkeit, dass man zur Polizei geht. Und die Möglichkeit, die sogar mehr Patienten benutzen, ist die Möglichkeit, sich selber umzubringen. Ja, eigentlich erst ein geringerer Teil dieser Menschen nimmt die Möglichkeit in Anspruch, jemand anderen zu attackieren. Und das, warum jetzt wer was macht, hat mit einem Bündel von Faktoren zu tun. Und hier sind wir wieder bei einer der ersten Folien, die gesagt habe, dass ja unsere Willensäußerungen bei weitem nicht nur neurobiologisch festgelegt ist, sondern auch die Sozialisationsfaktoren und so weiter und so fort. Jetzt habe ich mir ein bisschen verloren, aber ich hoffe. Nein, es sind aber sehr wichtige, glaube ich, ergänzende Aspekte. Schauen wir weiter. Erne Radlmeier, ist von deiner Seite ein Spontan-Input-Anfrage? Ja, einmal eine Betroffenheit. Also danke für diese Verknüpfung mit den psychischen, psychiatrischen Erkrankungen. Ich glaube, ich habe erstmals ein bisschen verstanden, wie Schizophrenie, also was das eigentlich ist und wo da die, wie eng dieser Käfig ist oder so. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Und eins wollte ich noch sagen. Ja, auch so dieses, also diese Frage zum Schluss, geht Determinismus und freier Wille zusammen? Das
denke mir, auch hier sind wir so in einem Spektrum, oder? Das war so auch letztes Jahr zwischen Gesundheit und Krankheit, so das ist nicht absolut zu denken, sondern man ist immer in einem Spektrum unterwegs, mehr frei oder weniger frei und kann da wählen, nehmen wir jetzt einmal an. Und mir ist dazu eingefallen, eine junge Frau, die immer wieder mit depressiven Phasen, Episoden gekämpft hat oder auch nicht, um das ging es dann, die hat gesagt, naja, es war dann auch einmal bequemer im Bett zu bleiben. Ne? Weil wenn ich wieder ins Bett gehe und die Decke über den Kopf ziehe, dann muss ich jetzt nichts entscheiden und nichts tun. So eine Instanz in ihr hat das schon noch gewusst irgendwie. So ein Rest an Freiheit war da, aber irgendwie keine Kraft, anders zu handeln. Das ist Ja. mir dazu noch eingefallen. Ja, danke schön. Ja, das scheint mir auch durchaus wichtig und entspricht auch meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich glaube, das war Versuch der Botschaft, dass halt wir wahrscheinlich den freien Willen als eher etwas Dimensionales betrachten sollten und unser Leben, das sozusagen jetzt nicht absolut das Kategorial halt anzusehen ist, sondern im Alltag brauchen wir sozusagen, hängt es davon ab, auf welcher Stufe der Reflexion sozusagen wir unterwegs sind. Ja? Je höher die Reflexionsstufe ist, desto mehr bekommt das, was wir im Allgemeinen als freien Willen bezeichnen, ja? Spielt halt hier eine Rolle. Aber hier gibt es dann noch eine Wortmeldung. Ja, zunächst Herr Rieger und dann die Frau Barzal. Ja. Ich würde Sie gerne noch was fragen zum Thema Verzweiflung. Mich hat das heuer sehr beschäftigt, also Verzweiflung und freier Wille. Durfte im Jänner ein Paar trauen, wo sie sterbenskrank war und ungefähr 1,5 Monate später hat dann der Mann dieser Frau, seiner Frau quasi in einem, also so schildert das immer wieder, in einem Akt der Verzweiflung das Leben genommen. War sterbenskrank, also sie hätte vielleicht noch Wochen oder vielleicht Monate gehabt, die sie leben hätte können. Und ich habe ihn jetzt mehrfach besucht, zuerst auf der Psychiatrie und jetzt schon zweimal im Landesgericht in Wien. Und bin immer wieder am Versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, was für mich sehr mich persönlich immer wieder sehr betroffen macht, ist, wie schwer selber Zugang zu seinen eigenen Gefühlen bekommt und wie sehr dieses aufgrund dieses nicht mit sich selbst und seinen Gefühlen in Berührung kommen können, dieses Thema Verzweiflung dann fast wie eine Welle, hatte ich den Eindruck, in diesem Moment ihn so überschwappt hat, dass dann diese Handlung rausgekommen ist, die ihn jetzt ins Gefängnis gebracht hat und letztlich vor Gericht bringen wird. Und ja, meine Bitte ist vielleicht ein bisschen, ist es, noch, ist es ein bisschen eine ungerichtete Frage, aber diese Verbindung von Verzweiflung und freier Wille, ob Sie da noch was sagen könnten. Ja, sicherlich. Es ist ja so, dass Verzweiflung wie auch andere starke Gefühle wie Angst und Aggression ja letzten Endes meine Entscheidungsmöglichkeiten ja immer einengen. Ja? Also, dass wenn ich sehr verzweifelt bin, ich sehr viele Handlungsoptionen, die ich unter Umständen hätte, ja gar nicht mehr wahrnehmen kann. Ja? Dasselbe trifft aber auf alle möglichen Gefühle zu, wenn sie mal eine gewisse Stärke überschreiten, auch positive Gefühle. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand verliebt ist, dann ist seine Welt eingeschränkt und auch seine Handlungsoptionen sind sozusagen eingeschränkt. Also alle starken Gefühle führen letzten Endes zu einer Einschränkung der Handlungsoptionen. Und natürlich ist es so, dass natürlich, also dass Verzweiflung natürlich gewisse Handlungsoptionen dann offen lässt. Und eine dieser Handlungsoptionen war dann letzten Endes, wenn ich das richtig verstanden habe, die todkranke Frau zu töten. Also er war da sicherlich schon in seiner der Freiheit sozusagen halt eingeschränkt. Allerdings wieder mit der Einschränkung, die es ja schon beim Wahn gesagt hat, dass halt nicht jeder Angehörige eines todkranken Menschen aus seiner Verzweiflung heraus dann tötet. Ja? Also hier kommt offenbar noch etwas dazu, also eine andere Bedingung letzten Endes, diese Handlungsoption dann, also wenn wir wieder denken an die Volitionen zweiter Ordnung, die letzten Endes das
diesen Wunsch, die Frau zu erlösen, dann letztendlich in eine Handlung übergeführt hat. Mhm. Und damit ist aber auch die Schuldfähigkeit nicht eingeschränkt, so verstehe ich das jetzt, oder? Ja, das ist halt eine schwierige Frage. Man muss jetzt immer davon unterscheiden, wie sieht der Gesetzgeber das und wie würde man das unter Umständen als Psychiater sehen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Gesetzgeber hat einen, nachdem er eine Entscheidung setzen muss und eine Grenze setzen muss, hat zu dieser freien Willensproblematik und überhaupt auch zu dieser Problematik der Einsichts- und der Steuerungsfähigkeit einen kategorialen Zugang. Ja? Also war schuldfähig, war nicht schuldfähig sozusagen. Mhm. Ja? Ja? Ich würde mal schon sagen, dass er in seinen Optionen da aus dieser Verzweiflung heraus zwar eingeschränkt war, aber jetzt nicht so weit, dass es zwingend notwendig war, dass er diese Handlung gesetzt hat. Also da gibt es in der Psychiatrie sozusagen viel mehr Abstufungsgrade, als sie dann der Gesetzgeber. Ja, das ist ja auch immer das Schwierige sozusagen in Kontakt der Psychiater mit den Juristen letzten Endes, dass das ein anderes Denksystem ist. Ja? Mhm. Also man muss sich dann letzten Endes dann doch immer wieder auf das Denksystem der Juristen halt einstellen, weil sozusagen das ihre Vorgaben sind. Ja, und das ist dann entweder schwarz oder weiß sozusagen. Also so gesehen, ich meine schon, dass es da schon eine Einschränkung gegeben hat, ja, aber ich würde mal meinen, vor Gericht würde das nicht halten. Also vor Gericht wäre es wahrscheinlich so, dass es nicht die Kriterien erfüllen würde, dass jetzt die Steuerungsfähigkeit aufgehoben war. Ja. Und dass er jetzt nicht eingesehen hat, dass man sich Leute nicht umbringt. Mhm. Danke. Ich sehe, ja, Frau Wazal ist dran und nachher dann Marietta. Ja. Wir hören Sie nicht. Wir hören Sie nicht. Mikro. Ja, unmute. Noch immer nicht. Nein. Noch immer nicht. Funktioniert es jetzt? Ja, ja, jetzt sind Sie da. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ja, ja. Also meine ergänzende Frage wäre, und ich hoffe, ihr habt es nicht überhört, die Kleptomanie oder Handlungen im Rahmen der Kleptomanie waren ja beim fremden Willen eingeordnet. Jetzt wäre meine Frage, Handlungen im Rahmen von einer Zwangserkrankung, wo würde man die, bei welcher Form des Willens einordnen? Ja, es ist so, das ist oft nicht ganz eindeutig 1:1 zuordnenbar. Also ich würde mal primär die Zwangserkrankung beim zwanghaften Willen halt einordnen. Das war, glaube ich, der zweite Punkt letzten Endes. Wenn jetzt, und da sind wir jetzt wieder bei dem Problem der Ich-Dystonität während Ich-Syntonität. Also wenn der Wille sozusagen, wenn sozusagen diese Zwangsgeschichte sozusagen Ich-Synton ist, ne? Also wenn es sozusagen mal ein prinzipielles Einverständnis dieser Handlung hat, also zum Beispiel, wenn es jemand das Gefühl hat, muss ich jetzt die Hände waschen, weil sonst steckt er sich mit irgendwas an, so wäre das vom Prinzip her Ich-Synton, außer wenn es dann dieses Ausmaß erreicht, dass es sozusagen der Wille gezwungen wird. Ja, wenn man diese Handlung als Ich-Dyston, also als eigentlich nicht, dass ich fremd zu einer dazugehören würde, sondern wenn man halt das Gefühl hat, ich muss jetzt deshalb halt machen, sozusagen, dann sind wir in diesem Bereich, wo auch die Kleptomanie sozusagen dazugehört. Die meisten Menschen, wobei die Wirklichkeit ist natürlich wesentlich komplexer, also wenn man jetzt bei den Kleptomanen danach fragt, so ist es dann oft und doch nicht so. Die meisten sagen ja, das hätte ich ja gar nicht gebraucht, sozusagen, was ich da gestohlen habe, sondern das ist wie ein fremder Impuls, der mich halt da überwältigt hatte eigentlich. Ja? Und die empfinden das meistens schon als Ich-Dyston. Allerdings, wenn man zurückgeht in ihrer Biografie, so kommt man oft dann auf Punkte letzten Endes, wo man denkt, okay, da war mal der Punkt, wo jetzt einfach Ich-Synton war, ja, und dann später im Laufe der Entwicklung sozusagen mehr einen Ich-Dystonen-Charakter bekommen hat. Aber vom Grundprinzip her würde ich eher bei Zwangskrankungen auch meinen, das ist der zwanghafte Wille, genauso wie bei Substanzabhängigkeit. Hm? Mhm, danke. Bitte gern. Gut, danke, Marietta.
Ich wollte fragen, weil wir haben jetzt viel gesprochen eben von Psychiatrie und auch gerichtlichem Setting, aber gibt es für die Gesellschaft irgendwie Möglichkeiten, da auch drauf einzugehen oder eben auf diese unterschiedlichen Möglichkeiten des freien Willens oder eben auch der Handlungsfähigkeit, das unterschiedlich irgendwie wahrzunehmen oder zu integrieren oder Ja. so? Also ich glaube, die zentrale Botschaft, die man daraus jetzt halt ableiten kann, ist noch einmal, dass der freie Wille nichts Kategorales ist, sondern was Dimensionales und dass er nicht in allen Lebensbereichen eine Rolle spielt und dass er natürlich auch nie absolut ist, sozusagen. Das wäre schon mal wichtig, weil es teilweise zwar entlastend ist, aber teilweise, wenn man weiß, dass es Situationen gibt, wo letzten Endes das Postulat des freien Willens auch eine Notwendigkeit ist bei Entscheidungsprozessen, wo man auch trotzdem in die Verantwortung genommen wird. Also diese Dialektik, dass es einem klar ist, dass man jetzt nicht vollkommen frei in seinen Handlungsweisen ist, aber dass es sozusagen Situationen gibt, wo man sich selber übersteigen muss und sich selber beobachten muss, also diese Theory of Mind-Fähigkeiten. Ich glaube, das wäre schon durchaus eine wichtige Botschaft eigentlich auch. Ne? Also in anderen Worten, vielleicht, ich versuche es, vielleicht schlage ich daneben, nicht? Also, dass Situationen gibt, Sie haben es eh im Prinzip gesagt, wo die Verantwortung wirklich bei der Person selber ist und man nicht über Zwang und Fremdbestimmung und ich weiß nicht was reden kann, sondern man ist es selber und wird, wenn man jetzt die Forensik hernimmt, bestraft oder nicht bestraft, nicht? Und es gibt keinen Weg, da rauszukommen. Wer sich irgendwo abseits der theoretischen Überlegungen aus dem praktischen Leben ja doch ein sehr praktischer Hinweis wäre, dass es die Dimension des freien Willens in einer bestimmten Form doch geben muss. Ja, na, ich versuche es jetzt gerade mal so, mir ist gerade ein Beispiel dafür eingefallen. Zum Beispiel Aggression in der Ehe oder in der Beziehung. Ja? Es gibt durchaus Menschen, die das rechtfertigen dadurch, dass sie selber so eine schlechte Kindheit gehabt haben. Ja? Das würde ich sagen, ist überhaupt keine Rechtfertigung. Das ist null Rechtfertigung. Ja? Jeder von denen weiß, dass es andere Optionen gibt, als letzten Endes zum Beispiel seine Kinder oder seine Frau zu schlagen und dass es sozusagen keine Rechtfertigung sein kann, nur deswegen, wenn man selber geschlagen worden ist, dass man wieder schlagt. Und es gibt ja auch, die meisten tun es ja auch nicht. Aber es erfordert wiederum Es war Selbstreflexion. Selbstreflexion, natürlich, ja. Aber es ist letzten Endes so, dass, wenn man sich jetzt überlegt, auf einen anderen Menschen hinzuschlagen, das ist ja jetzt auch jetzt nichts Selbstverständliches eigentlich, ne? Also, und die meisten, die das dann tun, die haben ja dann oft sehr, sehr ambivalente Gefühle. Sie fühlen sich einerseits gerechtfertigt dadurch, weil sie selber mal früher Opfer waren oder weil sie provoziert worden sind, aber die meisten, außer sie sind sehr psychopathisch unterwegs, die machen das ja nicht unbelastet. Die haben ja dann trotzdem ein schlechtes Gefühl, dass sie jetzt wieder die Kontrolle verloren haben und so weiter und so fort. Halt, ne? Das ist ja nicht so, dass man das macht und sich freut daran, dass ich jetzt wieder mal hinkaut habe. Das ist jetzt ein Einwand von mir. Ich komme aus einem Umfeld, jetzt aus einem privaten ländlichen Bereich, wo ich das noch beobachten konnte, dass da gar nicht viel überlegt wurde. Nicht? Entweder hat man funktioniert oder nicht. Und wenn nicht, ist das Fallbeil in größerer oder kleinerer Form gekommen. Zack. Nicht? Und dann hat man wieder gewusst, wo die Linie ist. Also das heißt, dieses Schlagen ist oder nicht schlagen, dieses Beispiel ist, glaube ich, schon sehr daran gebunden, dass es Reflexion gibt. Ja, aber es ist auch gebunden und das Beispiel ist ja gut, in welchem Habitat man jetzt ist, Ja. sozusagen. Ja? Also wenn man jetzt das vor einem Hintergrund ist, wo sozusagen Gewalt letzten Endes
selbstverständlich ist, weil Kinder sonst nicht lernen, wie sie sich jetzt verhalten sollen, ne? So ist es ein leichtes, dass man auch seine negativen Gefühle da einfließen lässt, letzten Endes. Ja? Wenn man in einer Gesellschaft lebt, die vom Prinzip her sagt, ja, Gewalt ist was Negatives, so wird es dann plötzlich nicht mehr so einfach, weil dann zeigt sich dann, welcher Anteil der Gewalt, die da relativ unauffällig halt mitläuft letzten Endes, weil es ein Teil des Diskurses ist, ja, welches eigentlich meine individuelle Geschichte war. Ja, wenn ich jetzt in einer Gesellschaft bin, die Gewalt gegen Kinder an sich ablehnt und ich mache es trotzdem, so bin ich damit eigentlich auf mich selber zurückgeworfen. Ja. Ja, wenn ich es nur in unserer Jugend gemacht habe, in meiner Jugend sozusagen, war es auch nur so, da hat man relativ leicht eine gefangen und meine Mutter hat kein Problem damit gehabt, weil das war halt damals so. Wenn sie es jetzt dasselbe machen würde, hätte sie ein Problem. Ja. Ne? Aber meine Frage war vorher noch ein bisschen anders auch gedacht und zwar jetzt nicht auf Gewalt bezogen, sondern auf andere Dinge wie zum Beispiel Zwänge oder so. Kann da die Gesellschaft irgendwie was machen sozusagen, dass das auch als eben nicht freier Wille jetzt von den Menschen oder so wahrgenommen wird, sondern es ist halt einfach so, weil ich glaube schon, dass die Menschen halt dann gleich als komisch oder halt in irgendeine Schublade gesteckt werden. Aber kann man da den freien Willen auch irgendwie anders noch wahrnehmen, dass es eben nicht so kategorisiert wird, sondern eben auch, dass es vielleicht manchmal einfach nicht möglich ist, da selbstständig anders zu handeln oder so? Ja, sicherlich, natürlich, klar, das ist keine Frage, das ist bei verschiedenen Formen von psychischen Störungsbildern so. Und es würde auch helfen, dass man vielleicht etwas mehr Toleranz entwickelt, weil bei schweren psychischen Störungsbildern, also bei schweren Zwängen oder auch gerade bei der Suchtproblematik ist es ja hat es ja eine große Bedeutung, weil letzten Endes hier hat man immer diese gesellschaftliche Position, ja eigentlich, wenn die Leute es nur wirklich wollten, müssten sie es ja nicht tun, sozusagen. Ja. Und da wäre es schon wichtig, dass man sagen kann, ja, es gibt halt Zustände, wo die Freiheitsgrade des Willens so weit eingeschränkt sind, dass an sich kaum mehr was möglich ist. Ja, woraus es dann wieder leichter wäre, halt eine Toleranz entwickeln. Allerdings letzten Endes ist dann wieder die Gefahr, wenn ich sage, okay, da ist kaum mehr was möglich, dass ich dann wieder in einen therapeutischen Nihilismus verfalle und mich dann zurücklehne sozusagen. Also das sind Bereiche, die jetzt nicht so einfach ist, aber insofern, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, es wäre halt wichtig, es zu wissen, damit man so ein Stück weit toleranter wird. Danke. Bitte. Würde es so auffassen, Auseinandersetzung mit den Vis-à-vis, ne? Das, was aber sehr komplex ist, weil dafür sind die Kapazitäten manchmal auch limitiert. Dann, natürlich. Aber das wäre wahrscheinlich der einzige Weg, würde ich jetzt ad hoc einmal glauben, dass man abcheckt, wie die Lage ist quasi. Nicht? Ist das eine Person, die jetzt garstig handelt, weil sie garstig sein will? Oder ist es eine Person, die sich halt da irgendwie nicht ganz steuern kann? Ne? Ja. Gut, aber dazu wäre mal die Bereitschaft, müsste mal vorhanden sein, dann unter Umständen nötige Empathiefähigkeit und vielleicht auch ein bisschen das Wissen dazu. Das kann man halt nicht immer und überall erwarten. Ja. Ist für Ihre Seite ad hoc noch ein Input? Oder? Ja, mir hat das noch beschäftigt, die letzte Diskussion. Also ist mir bewusst geworden, wie komplex das Ganze ist. Also das, dass es natürlich sein kann, dass das oder dass das Recht quasi ja, Menschen zwingen kann, gegen ihr Gewissen zu handeln. Also es kann sein, dass jemand, dem was sie dargestellt hat mit dieser Subjektivierung, also dass jemand in Afghanistan in einer Kultur aufgewachsen ist, dass es für ihn spontan richtig und bejahenswert ist, zum Beispiel irgendwie was zu rächen. Also so, dass das in dem Sinn von ihm heraus sozusagen, er identifiziert sich damit, dass das richtig ist.
Aber ich glaube, wir würden heute sagen, oder wenn ich das jetzt weiter verfolge, ich kann ihm zumuten, wenn er in dem Westen lebt, dass er versteht, dass sein Handeln nicht rechtskonform ist und dass er sanktioniert wird, wenn er das ihm tut. Ja, ja, und dass er die Fähigkeit hätte, sozusagen zu durchschauen, dass er, sozusagen, dass er gegen sein Gewissen alles oder gegen seine Erziehung handeln muss oder bereit sein muss, wenn er in diesem Rechtssystem leben will. Na, es sind ja zwei Dinge. Ne? Das eine ist, spricht an, inwiefern ist man jetzt, hat man jetzt eine kulturelle Überstiegsfähigkeit. Ne? Also ich sage das jetzt immer, wenn wir diskutieren über die diverse Dinge, wie leicht würden wir uns jetzt tun, also ich spreche jetzt gerade als Frau, jetzt in eine islamische Gesellschaft zu sein, wenn man jetzt auswandert mit den entsprechenden Restriktionen, die jetzt Frauen da erfahren. Das ist halt wo man wo halt natürlich ein anderer Anpassungsdruck da ist, genauso wie es umgekehrt ist, wenn jemand zu uns kommt, halt auch. Ne? Weil was natürlich bei uns halt der Fall ist, dass halt wir natürlich das, was wir denken und handeln, sozusagen absolut setzen, wo dass wir natürlich auch wieder schon ein bisschen eine komische Idee ist, weil das hat eine Blase, auch in unserer Gesellschaft, auch Österreich, haben ganz unterschiedliche Anschauungen letzten Endes. Aber dahinter steht aber auch dann die nächste Frage auf der nächsten Stufe, die Universalität der Menschenrechte. Sozusagen, es gibt es so etwas wie eine Universalität der Menschenrechte oder wie zum Beispiel Kritiker vorwerfen, dass es halt auch sozusagen aus einer westlichen Haltung sozusagen entwickelt ist, aber ist etwas, was aus einer westlichen Haltung entwickelt ist, nicht universalfähig oder ja oder nein sozusagen, aber da sind wir auf einem ganz anderen Diskussionsfeld halt. Ne? Okay, dann würden wir zum Vortrag Professor Müller kommen, einen Augenblick. So. Herr Heitzl hat noch die Hand gehoben. Ja, Harald, ja, bitte. Ja, ich hätte noch eine Anmerkung oder eine Frage, und zwar, wie ich die Definition vom getriebenen Willen gelesen habe, diese ganzen Punkte, da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich der Urzustand des Menschen. Und wenn Sie sich ganz kleine Kinder anschauen, die entsprechen ja genau dieser Definition. Und wenn ich jetzt ein Wortspiel verwenden möchte, der getriebene Wille wird in deinem Lauf der Erziehung ausgetrieben. Ja? Die Frage ist nur, wie entsteht der freie Wille? Nicht? Wenn ich etwas zuerst will und dann will es nicht, weil ich, oder ich vermeide es zu wollen, weil irgendwelche erzieherischen Maßnahmen da entstehen oder ich befürchte, und das begleitet mich dann sozusagen mein ganzes Leben, dass man das sozusagen konditioniert bin in dieser Richtung. Ne? Ja, richtig. Nein, natürlich, die Wirklichkeit ist wie immer ein komplizierter Ort. Na klar, da haben wir ein bisschen, sind wir auch in diesem Feld der Entwicklung des moralischen Urteils, so wie es der Kohlberg halt beschreibt, natürlich zuerst die Willensäußerungen, die wir haben, entsprechen durchaus dem, was Sie gesagt haben, dieser getriebene Wille, aber durch die Einflüsse nach außen werden wir normalerweise gebremst. Also wir haben sozusagen das, was wir später dann verinnerlicht haben, dass man halt auf unterschiedliche Stufen gehen kann und unterschiedliche Dinge bedenken kann, das wird zuerst ursprünglich von außen übernommen. Ungefähr mit 6 bis 8 Jahren entwickeln wir sowas wie eine Theory of Mind, wo wir das schon langsam dann auch selber können, wo wir praktisch das Außen dann nicht mehr brauchen, wobei es immer wieder Menschen gibt, auch im Erwachsenenalter, die dieses Außen durchaus brauchen, um sozusagen ihren Wunsch, den sie vielleicht hätten, sozusagen, dass das halt dann letzten Endes gebremst wird. Ne? Aber normalerweise ist es so, im Rahmen unserer Entwicklung, dass wir das, was für mich auch das Zentrale dieser freien Willensfähigkeit ist, also diese Theory of Mind, halt dann so weit ausgeprägt hat, dass wir sozusagen diesen Dialog, und wir haben jetzt ja schon von Dialog gesprochen, eigentlich so weit verinnerlicht haben, dass wir mit uns selber führen kann. Davor ist der Dialog praktisch eher von außen, dass die Eltern sagen, bitte lass das, ja, das geht jetzt nicht sozusagen, ja. Sind sozusagen die Bremse von außen, die dann verinnerlicht wird. Es ist im Wesentlichen
haben das immer wieder verschiedene Richtungen gesagt. Das ist auch das, was sozusagen die Psychoanalyse verstanden hat unter Entwicklung des Über-Ichs, sozusagen, dass äußere Instanzen dann so weit verinnerlicht werden, dass sie halt unser Verhalten regulieren können. Ich beziehe mich eher mehr so auf kognitive Moraltheorien. Jo. Aber es stimmt sicherlich das, was Sie da gesagt haben, damit kann ich durchaus mit. Ja, vielleicht ist auch, das ist ein bisschen ein persönlicher Input. Ich leite in meiner sehr einfachen Weltsicht zu diesem nicht unbedingt in meinem Fach stehenden Thema immer wieder die Dinge ab, was hilft zu überleben sozusagen, nicht? Und irgendwo passt, wenn man leben und überleben will, muss man sich irgendwo mit seiner Umgebung arrangieren, nicht? Und ich habe so kleine Neffen, die haben diesen getriebenen Willen, nicht? Und da muss man irgendwie schauen, dass man das unter Kontrolle kriegt, nicht? Weil sonst wird es ein bisschen übel ausschauen im eigenen Zuhause und so, nicht? Und dann irgendwo wollen die dann zum Beispiel gern zu uns auf Besuch kommen, weil meine Gattin so nett ist zu ihnen und so, nicht? Und aber irgendwie haben sie schon mitgekriegt, das funktioniert nur, dass sie auf Besuch kommen, wenn sie ein bisschen irgendwie diesen getriebenen Willen unter Kontrolle kriegen. Und jetzt hat dieser kleine 4-5-Jährige gesagt, er hat sich vorgenommen, er will sein Bestes geben, nicht? Weil er da sein will. Nicht? Also, ja. Und tatsächlich war er dann ein bisschen ruhiger. Nicht? Das heißt, irgendwie hat er mit seinen 4-5 Jahren die Entscheidung getroffen, damit ich da reinkomme in dieses Haus und nicht gleich wieder raus muss, nicht? Muss ich ein bisschen mal diesen getriebenen Willen freiwillig irgendwie abändern, nicht? Also so in etwa. Ich glaube, es geht immer irgendwo darum, nicht? Also ich will teilhaben, ich will überleben, ich will leben und dafür muss ich Entscheidungen treffen, dass es möglich ist, nicht? Und ja, wäre sehr aus dem Leben halt getrieben. Gut, ja, so haben wir noch was. Wenn nicht, dann schauen wir zum Vortrag Professor Müller. Ich share die Präsentation. Ups, das müsste hier sein. Jawohl. Dann werden wir das in eine. Ja, also es geht so einfach hier nach vorne. Einen schönen Nachmittag und auch herzlichen Dank von meiner Seite, dass ich heute da sein kann und ein paar Gedanken mit Ihnen teilen kann. Bei diesem Thema Freiheit ist natürlich immer die Frage, wie geht man darauf zu? Und ich habe mir es ein bisschen praktisch vorgestellt, aber auf dem Hintergrund von einem eher phänomenologischen Zugang. Und ich habe auch die Aufgabe, ja praktisch eine moraltheologische Perspektive zu entwickeln, habe aber gedacht, ich mache das jetzt nicht von der Frage nach Normen, ja, was ist jetzt richtig und falsch in ganz konkreten Fragen, sondern eher mit der Frage, was heißt eigentlich Freiheit, was heißt eigentlich frei sein und wie kann man dieses Frei sein auch ein bisschen im Alltag spüren oder zur Praxis bringen. Und deswegen möchte ich geht mein Vorspann nur ganz kurz praktisch über diese drei Dimensionen von Freiheit. Der ich noch eine vierte aus theologischer Perspektive hinzufügen möchte. Dann möchte ich über einen Aspekt dieser Dimensionen, über eine Dimension sprechen, nämlich über die eingeschränkte Freiheit, also die Erfahrung von vorgegebener Freiheit, also einem limitierten Spektrum, das wir haben. Und habe da eigentlich an den medizinischen Alltag gedacht, das nur stellvertretend eben für jeden anderen Alltag auch. Dann im dritten Punkt diese Frage, wer ist eigentlich der Mensch und wie kann man Freiheitsmomente im eigenen Leben feststellen und im Alltag ja auch wertschätzen. Da würde ich praktisch so diese tiefen Dimensionen von Freiheit zur Sprache bringen wollen. Das heißt also diese
gegebene Freiheit, eine Freiheit, die uns, die wir vorfinden, die wir erfahren, die wir, ja, so wie wir uns erfahren. Und dann in einem letzten Punkt nochmal aus moraltheologischer Perspektive den Punkt einbringen, dass Freiheit auch eine aufgegebene Freiheit ist, also immer eine Freiheit mit dem Auftrag der Gestaltung. Und dass diese Freiheit, dieser Auftrag zur Gestaltung von Freiheit am besten gelingt, wenn man sie, wenn man Freiheit mit Sinn in Verbindung bringt, ja, mit dem, was Sinn macht. Das heißt, im Vorspann würde ich gerne einfach noch mal ganz kurz diese drei Dimensionen nennen und erläutern, also die gegebene Freiheit, die Freiheit, die wir vorfinden, in der wir uns ja, erleben. Ich möchte sie nachher in verschiedenen Aspekten noch mal ausführen. Die vorgegebene Freiheit als die Freiheit, die ein Spektrum praktisch nur darstellt, dass wir sehen, wir sind in, wir fühlen uns, ja, wir können nicht völlig frei, sondern wir sind eingeschränkt in dem, was wir wählen können, in dem, was unseren Möglichkeiten offen steht. Und die dritte eben diese aufgegebene Freiheit, die Freiheit zur Gestaltung und der Auftrag zur Gestaltung des Lebens. Ein vierter Punkt, der jetzt nicht auf der Folie steht und der am Ende steht, ist eigentlich, ist der, das Reden von befreiter Freiheit, ja, das aus dem Neuen Testament stammt, die Idee, dass man zur Freiheit eigentlich oft erst befreit werden muss oder dass diese Freiheit einfach wirklich, also wie wir es philosophisch auch vorher schon im Vortrag gehört haben, eigentlich eine ist, die entweder errungen werden muss oder zu der man sich sogar helfen lassen muss, dass man sie erringen kann. Und das wäre dann praktisch diese befreite Freiheit, die eben durch Glaubenspraxis, durch Spiritualität ermöglicht wird, also eine ermöglichte Freiheit. Also fangen wir mit der eingeschränkten Freiheit an. Ich bin auf diese Einschränkung der Freiheit, die kennen wir an sich ja auch einfach aus unserem Leben, dass wir, das werde ich nachher nochmal im Rahmen der Phänomenologie sagen, dass wir mit einem eingeschränkten, ganz konkreten Körper also geboren sind und uns darin entwickeln und auch schon daher Einschränkungen haben. Aber hier jetzt im Konkreten geht's, ist mir es eher um diese Frage von Funktionslogiken gegangen. Also wo wird Freiheit nur in einer Dimension von Funktionieren oder von einer speziellen Funktionslogik gesehen, sodass wir eigentlich das Gefühl haben, gar nicht frei zu sein, sondern es gibt vielleicht oder nur beschränkt in einer Wahlfreiheit zu stehen zwischen klar vorgegebenen Punkten. Also ich habe mir das so vorgestellt bei der Therapie, ja, denn ich halt zwei, drei Optionen habe zur Therapiewahl, dann mache ich ja eins, zwei oder drei. Ja. Oder bei der informierten Zustimmung des Patienten, da wird mir vorgestellt, welche Optionen der Behandlung es gibt und welche vielleicht die beste ist und ich stimme zu. Das sind beides Momente, die kann man zunächst auch als sehr eingeschränkte Situationen empfinden, insofern, als ich einfach die Situation schon mal als gegeben hinnehme und dann ich weiß, okay, A oder B. Ja. Und dadurch praktisch gar nicht mehr über Freiheit nachdenke, sondern das erfahre als eine Option der Wahl, aber die ich jetzt nicht noch einmal tiefer hinterfrage. Und das wäre jetzt eben die Frage, stimmt das so? Empfinden wir das auch so im Alltag, dass wir bei solchen Wahlmöglichkeiten halt das eine oder das andere nehmen? Oder erfahren wir das oder können wir das nicht auch zugleich als eine aufgegebene Freiheit erfahren? Also als oder sogar als ein Moment der gegebenen Freiheit. In dem Sinne, dass ich merke, aha, es gibt eine Option, aber diese Option ist nicht nur, dass mich jemand vor eine Wahl stellt, sondern dass ich auch selber in diesem Moment überlegen kann, mit welchem tieferen Sinn oder mit welcher tieferen Perspektive treffe ich jetzt eigentlich diese Option. Also was ist mein dahinterliegendes oder darüber hinausführendes Ziel, in dem, also in der, dessen Logik dann
eine solche Funktionslogik einen Ort hat und dann aber mehr werden kann als nur eine Wahlmöglichkeit. Ja, also dass ich mir überlegen kann, als Patient, will ich überhaupt noch weitermachen mit einer Therapie? Will ich überhaupt noch an meinem Leben so festhalten oder will ich jetzt nicht doch langsam gehen? Ja, also wenn es in einer späten Phase einer Krankheit oder so da ist, also praktisch, dass ich diese kurzfristige Wahloption in einen tieferen Horizont stellen kann und dadurch Freiheit in einem ganz anderen Sinn erfahre, also transformiere von einer Funktionslogik zu einer tieferen Erfahrung von Freiheit. Das kann natürlich, das wurde vorher ja in der Diskussion angesprochen, es könnte auch belastend sein, wenn ich nicht weiß, was soll ich tun, also wenn diese aufgegebene Freiheit dann zur Last wird. Aber es kann eben auch die Erfahrung werden, dass aus einer ganz konkreten Entscheidungssituation eine viel tiefere, für mein Leben sinnvoll erscheinende und dadurch auch mit einer ja, befriedigenden, lebenserfüllenden Dimension verbundene Entscheidung wird. Und das wäre praktisch der dritte Punkt, nämlich dass Freiheit eben eine solche tiefe Dimension hat. Und das wird oft, weil wir das oft im Alltag gar nicht so richtig zur Sprache bringen können oder uns, ja, ich fühle mich oft auch im Alltag getrieben, wenn ich das jetzt in Anlehnung an die vorige, an den vorigen Vortrag in übertragener Weise sagen kann. Also diese tiefe Dimension von Freiheit wird einem ja oft gar nicht so sehr bewusst. Und deswegen wird sie oft von der phänomenologischen Philosophie zur Sprache gebracht, weil diese eine behutsame Annäherung an die Phänomene hat und sie noch nicht von vornherein in Kategorien einteilt, also nicht versucht, dieses Ausschnittsdenken oder ein ausschnitthaftes Betrachtung des Menschen zu vermeiden. Und deswegen muss ich jetzt so ein bisschen ausholen und über den Menschen aus der phänomenologischen Sicht ein bisschen also auf einzelne Aspekte eingehen. Und ich hoffe aber, dass wir dabei immer wieder diese Frage eben stellen können, was bedeutet es jetzt eben für die Freiheitsdimension? Ein erster Begriff, also ich bringe das sind grundsätzliche Erfahrungen des Menschen, aber ich möchte das eben auch gerade im Hinblick auf die Freiheitserfahrung dann ein bisschen ausbuchstabieren, ist die Relationalität. Das heißt, dass wir uns immer schon in Beziehungen vorfinden. Das klassische Beispiel ist ja, dass wir schon von einem Menschen geboren werden, also nicht allein vom Himmel fallen und dass auch noch bevor wir ich sagen können, ein Du da ist, ja, und wir erst am Du eigentlich uns selber als ich erfahren und deswegen eigentlich jede Beziehung immer in ein Wort und Antwort geben eingebunden ist, ja, dass darin Beziehung besteht und dass eben halt auch im persönlichen Alltag, ich nehme an, genauso eben im Krankenhausalltag, dieses den anderen Menschen sehen, vielleicht manchmal ist es nur ein Blick in den Augen, ja, also dass man ein Wort bekommt oder einen Blick bekommt und dass man eine Antwort gibt, ja, dass praktisch Personalität ein Dasein als ich immer nur im Kontext von Interpersonalität zu denken ist. Das bedeutet aber halt auch, dass Freiheit eigentlich in jeder Beziehung, in jedem Kontakt mit einem Menschen kommt, gibt es einen Gestaltungsfreiraum, ja, gibt es eine Möglichkeit, Freiheit zu erfahren und eben, wenn man an die andere Dimension denkt, dann auch konkret zu gestalten, ja, dass ich über mich hinaus verweise auf andere Menschen, von anderen auf mich zurückgeworfen werde und dass ich diese Antwort und Wort und Antwort geben kann, da steckt sehr viel Gestaltungsraum drin, den man eben als Freiheit auch gestalten kann. Ein zweiter Punkt, der wurde schon auch gleich im ersten Vortrag angesprochen, der sehr, sehr wichtig ist, diese Ansprechbarkeit, dass wir als Menschen angesprochen werden, ja, natürlich von einem freundlichen Lächeln, aber halt auch von einem schönen Baum, den ich beim Blick aus dem Fenster sehen kann, vielleicht von Herbstfarben oder von einem schönen Bild im Zimmer.
Also, dass wir ansprechbar sind und uns aber in diesem Angesprochenwerden auch immer automatisch dazu verhalten. Also wir sind eben Wesen, die nicht nur empfangen, ja, die nicht nur irgendwelche Reize wahrnehmen und verarbeiten vielleicht dann später, sondern wir verhalten uns immer also spontan dazu. Wir setzen uns dazu in ein Verhältnis und sagen, oh, der Baum ist aber schön oder oh, der hat aber zu wenig Wasser, der sieht traurig aus. Ja, und genauso bei Menschen, oh, da scheint irgendwas zu sein oder oh, diese Person hat aber heute sicher zu wenig geschlafen. Ja. Also wir verhalten uns spontan immer dazu, wir sind ansprechbar und dadurch immer in einer Reaktion, aber nicht nur, und das kommt nachher nochmal zur Sprache, eben nicht nur spontan, also nicht nur emotional oder nicht nur getrieben, sondern eben auch, dass wir uns dann noch einmal davon distanzieren können und darüber nachdenken können. Ja, warum denke ich jetzt so? Ja, warum fällt mir das auf? Warum habe ich das gestern nicht gesehen? Ja, diese ganzen Reflexionen, die ich über das, wie ich Dinge erfahre, wie ich Menschen erfahre, auch anstellen kann. Ein dritter Punkt ist der Zeitbezug, dass wir das Zeit, das ist ganz auffällig, jetzt denke ich eben immer, wenn man über die Zumessung von Zeit für bestimmte Pflegeleistungen spricht, ja, wie viel Zeit darf eine bestimmte Verrichtung, ein Verband anlegen, dauern, wie viel Zeit darf eine Krankenschwester mit einem Patienten verbringen, das sind immer Versuche, die Zeit in ein Korsett zu zwängen, nämlich in ein messbares Korsett. Eines, das man dann eben stoppen kann und eines, das man in Tabellen einführen kann. Aber das ist eigentlich nicht das, wie wir normalerweise Zeit empfinden. Ja, wir empfinden Zeit, die kann sich dehnen, wenn uns etwas gefällt, wenn uns etwas interessiert. Ja, die kann furchtbar lang werden, eben wenn uns etwas auch nicht interessiert. Wir empfinden Zeit als erfüllt oder als eine vertane Zeit. Ja, wir empfinden Zeit eigentlich subjektiv mit einer tiefen Dimension. Und da stellt sich praktisch die Frage, was heißt jetzt Freiheit hier? Ja? Und ich denke, ein Beispiel wäre, dass Freiheit Zeit transformieren kann und dadurch einen Moment zu einem erfüllten Moment machen kann. Ja, dass es praktisch darum geht, wenn ich mit jemand spreche, wenn ich jemand ein Ergebnis einer Untersuchung mitteile oder sie selbst mitgeteilt bekomme, dass dieser Moment mehr ist als ein Wort, das weitergegeben wird, eine Botschaft, die gegeben wird, sondern dass da eine Begegnung stattfindet und praktisch das, was das jetzt bedeutet für mich in diesem Moment, ja, eine solche Diagnose zu bekommen, dass das erkannt, aufgefangen und ganz bewusst wahrgenommen und gelebt wird. Ja. Also dass dass es nicht um 5 Minuten geht, sondern eben um das, was in diesen 5 Minuten passiert. Das heißt, also dieses Zeitverhältnis hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir uns als Menschen darüber klar sind, dass wir in diese Welt geboren wurden, aber auch irgendwann von dieser Welt gehen werden, dass wir sterben werden und dass uns dieses Nachdenken auch herausfordert, uns in ein Verhältnis zu setzen, eben zu unserem eigenen Leben und dazu, was wir jetzt als sinnvoll in diesem Leben empfinden, was wir mit diesem Leben, mit diesen verbleibenden Jahren, Monaten, Tagen, wir wissen es ja nicht, wir haben es nicht in der Hand, was wir damit machen wollen, was unser, ja, wie diese Zeit, diese Lebenszeit eine sinnvolle Zeit sein kann, auf die ich dann später eben auch zurückblicken kann und sagen, ja, sie war sinnvoll. Dann ein vierter Punkt ist der Weltbezug. Da geht es darum eben, dass wir die Welt eben nicht nur als Gegenstände wahrnehmen, ja, zergliedert in das, was da ist, sondern dass wir eben auch immer darüber hinaus denken können. Es wurde auch vorher eben im Vortrag schon gesagt, dass wir uns selber eine Fantasie von unserem Leben machen können oder uns vorstellen können, wie wäre die Welt, wenn es keine Kriege gäbe. Ja? Also dass wir uns auch gut positive Dinge vorstellen können für die Zukunft.
Und das zeigt eben auch das Besondere des Menschen, ja, der einfach immer mehr ist als die Summe seiner Funktionen. Günther Pöltner, auf den ich mich hier beziehe bei diesen Ausführungen, der hat eine tolle Formulierung geschaffen, dass der Mensch fähig ist zur Relativierung des Relativen. Ja, und das kann man an Beispiel, also es ist ein, praktisch eine extreme Form, des sich zu etwas zu verhalten. Also wenn jemand, ich denke, da geht, ist halt das Beispiel angefallen, ja, wenn jetzt jemand ein Bergsteiger ist und wirklich jeden freien Tag in den Bergen geht und wandert und wandert und später hat er solche Knieprobleme, dass er nur noch schrittweise ums Haus gehen kann, dann könnte man ja sagen, dass diese Lebensqualität ist so relativ geworden, das ist überhaupt nichts mehr wert in dem, zu dem, ja, was er vorher gehabt hat. Aber trotzdem gibt es diese Möglichkeit, sich zu diesem Relativen, also zu dieser Relativierung dessen, was man früher als so wertvoll empfunden hat, zu dieser Relativierung nochmal zu verhalten und diese zu relativieren und vielleicht sogar in den Kilometer um das eigene Haus herum plötzlich ganz neue Dinge zu entdecken, die man früher nie gesehen hat, weil man eben immer weggegangen ist oder eben weit weggegangen ist. Also auch dort können positive Dinge gefunden werden und entdeckt werden. Das heißt, auch hier, gerade im Hinblick auf Leiden und Leid, mit dem man ja im medizinischen Bereich auch viel zu tun hat, gibt es immer diese überraschende Möglichkeit des Menschen, auch Dinge in ein neues Verhältnis zu setzen, ja? Sich selber dazu zu verhalten und die Welt anders zu sehen. Das hat, also ich überspringe jetzt die Frage mit der Leiblichkeit, da geht es genau auch darum, dass ich mich auch zu meinem eigenen Körper in ein Verhältnis setzen kann, weil ich ja immer der bin, also der alles, was mir an Krankheit am Leib passiert, passiert ja mir selber. Und trotzdem bin ich als Mensch gleichzeitig derjenige, der ich leibhaftig da bin und derjenige, der sich eben auch zu Prozessen im Leib verhalten kann. Also das waren so tiefen Dimensionen, die man jetzt ganz leicht eigentlich auch aus theologischer Perspektive theologisch beschreiben könnte. Ja, das Verhältnis von Wort und Antwort als ein Verhältnis von Mensch und Gott. Gott, der den Menschen geschaffen hat, ein Wort gesprochen hat, der die Welt geschaffen hat mit einem Wort und der Mensch, der Antwort gibt. Oder diese Ansprechbarkeit, dass man sich immer zu etwas verhalten kann. Eigentlich wird es auch in der Theologie und in der Bibel so weitergegeben, dass der Mensch in die Freiheit entlassen wurde und sich dann eben aus freien Stücken entscheiden kann dafür, will er sich an Gott orientieren, will er sein, worin, woran will er sein Leben orientieren, wo will er seinen Sinn aufhängen. Im Zeitbezug, man könnte das ebenso weiter durchspielen, das sind alles Dimensionen, die wir philosophisch erläutern können, die aber auch eben theologisch eine tiefe Dimension haben können. Ja, hier sind noch ein Zitat von Günther Pöltner, das ich Ihnen vortragen wollte, eben indem er sagt, Anfang und Ende des eigenen Lebens sind weder Phasen meines Lebens noch Ereignisse in meinem Leben, die ich bedauerlicherweise nicht in den Griff bekommen kann, sondern die zwei Gesichter des einen schlechthin unverfügbaren Geheimnisses, das unser aller Leben umfängt. Es drückt einfach aus, dass wir natürlich mit oft im Alltag funktionieren müssen, im Beruflichen funktionieren müssen, mit einer starken Funktionslogik an viele Dinge im Leben herangehen. Aber letztlich kommt es darauf an, dass wir immer wieder wechseln in diese tiefen Dimension, ja, dass wir die Freiheit in ihrer Tiefe verstehen können, weil wir dann eigentlich das Leben in einer ganz anderen Weise erfahren, denken, nachspüren und dann aber auch kommunizieren können. Und damit bin ich jetzt bei diesem vierten Punkt, Freiheit als Gestaltungsraum. Also Freiheit ist etwas, was aufgegeben ist aus moraltheologischer Perspektive. Und vorher kamen schon einige Punkte auf. Ja, aber was ist, wenn ich nicht recht weiß? Wie soll ich mich jetzt entscheiden, wenn es zu viele Optionen gibt?
Ja, ist es nicht eine Überforderung? Also es gibt einfach, es gibt diese, wir kommen praktisch aus, um diese Freiheit, die uns aufgegeben ist, nicht herum. Es ist eine, die wir, der wir uns nur stellen können oder vor der wir weglaufen können. Und sie hat einfach damit zu tun, dass der Mensch letztlich nicht auslotbar ist. Er lässt sich nicht völlig beschreiben. Er lässt sich nicht durch, durch Versuche letztendlich völlig erklären. Er bleibt ein Geheimnis, so wie wir eben auch immer von Gott sagen, er ist ein Geheimnis. Auch der Mensch als Abbild Gottes ist ein Geheimnis, er kann nie völlig aufgehen in irgendetwas Berechenbarem. Und hier kommt jetzt eben dieser Gedanke zum Tragen, denn wenn wir Freiheit haben und aber dann nicht richtig wissen, was sollen wir jetzt tun, was ist jetzt das Richtige, dann wissen wir, dass wir eben im Leben auch durch einige falsche Entscheidungen dann aber auch lernen müssen. Ja, also es ist nie eine vollkommene Freiheit, es ist nie eine perfekte Freiheit. Sie ist immer begrenzt durch das, was wir schon wissen, was wir schon können, was wir schon erfahren haben. Und in dieser Verstricktheit des Menschen ist es eben die Spiritualität oder der Glaube, die uns zum einen immer wieder, wenn wir uns zu sehr in hinter Systemlogiken zurückziehen oder uns darauf ausruhen, mahnt, doch die Freiheit zu ergreifen, ja, uns befreien zu lassen, auch von den Begrenztheiten oder vor der Angst vor Fehlern, ja, uns vor der Angst befreien zu lassen, um dann diese Freiheit zu ergreifen und umzusetzen. Also auch den Willen, die eigene Freiheit zu gestalten, die Freiheitsräume zu gestalten, auch wirklich zu erkennen, aber dann auch in die Tat umzusetzen. Und da sind wir dann praktisch bei dem, was ethische Freiheit bedeutet. Freiheit, könnte man aus ethischer Perspektive sagen, ist dann wirklich geworden, ist dann gegeben, wenn wir uns bemühen, das Gute anzustreben. Ja. Wenn wir uns versuchen, dort, wo sich Freiheit ergibt, dass wir uns für das Gute entscheiden, also für das, was wir eben erkennen können, als etwas, was nachhaltig gut ist, einen Wert, den wir nachhaltig verfolgen können, dass unser Handeln nicht kontraproduktiv ist für das, was wir erreichen wollen, dass wir es auf eine Art und Weise tun, die moralisch rechtfertigbar ist, dass wir also uns praktisch beim Handeln, beim Gestalten von Freiheit ganz bewusst auf die Seite des jeweils Guten stellen. Das ist praktisch die Herausforderung aus moralischer Sicht in der Gestaltung von Freiheit, dass wir uns bewusst auf die Seite des Guten stellen und dadurch Freiheit gestalten und, wenn man es in etwas blumigeren Worten sagen kann, das Leben zum Leben verwandeln, dem Leben eine tiefen Dimension geben und eben in den begrenzten Freiheiten des Alltags also diese tiefe Freiheit sichtbar werden lassen. Und damit wäre ich beim Ende. Vielen Dank, sehr gut. Jetzt werden wir einen Überblick machen über, schauen wir, welche Wortmeldungen so reinkommen. Bitte also Frau Litz, bitte. Hallo, ich hätte eine Frage zu, was dieses moralisch als gut Betrachtete bedeutet. Also was wird dann tatsächlich als gut bewertet und wer stellt sich dahin und sagt, ich bewerte das als gut? Also ich denke, das Gut ist ja in dem Fall, dass wir zunächst mal selber überlegen, was in dem Fall eben zum Beispiel welche Werte wir da verfolgen bei unserer Handlung. Und eben, ich habe jetzt mal, es gibt natürlich viele Theorien, wie man das erklären kann. Ich habe mich jetzt auf eine von einem Kollegen Stefan Ernst bezogen, der immer fragt, wenn ich jetzt einen bestimmten Wert verfolge, ja, also sei es die Schmerzlinderung oder was auch immer, dass ich dann eben überlegen muss, ist das auch auf Dauer, also ist es auch nachhaltig auf die Art und Weise, wie ich es mache, ja, oder wird praktisch die Dosis dann bewirken, dass dann später gar keine
also die Schmerz, dass noch die Schmerzen vielleicht noch stärker empfunden werden können oder sowas. Also man muss halt überlegen, was ist nachhaltig und kann ich das auf eine Art und Weise tun? Tue ich es auf eine Art und Weise, die jetzt zum Beispiel anderen nicht die Ressourcen wegnimmt oder die eben vorher ein Einverständnis einholt? Also tue ich es auf eine Art und Weise, die man moralisch rechtfertigen kann? Und ad hoc eingeworfen vielleicht auch, wo man das innere Gefühl für richtig, falsch und Sinn, sinnvoll, ich glaube, Sinn ist ein wichtiger Begriff, aber es ist Ernie Radlmeier, möchte dazu was sagen? Ja, dieser Begriff des Guten, den kann man ja auch aus verschiedenen Perspektiven anders betrachten. Ich finde es sehr spannend, das habe ich gehört in einem Land, ich weiß jetzt nicht in welchem, wo es auch ein Glücksministerium gibt, das gibt es inzwischen schon in einigen Ländern, ist so die Schlüsselfrage, die sich herauskristallisiert hat für Entscheidungen, die getroffen werden, wie wirkt sich das für die nächste Generation oder die nächsten Generationen aus? Also es gibt so auch Parameter, die jetzt nicht zu einem moraltheologischen Mief haben irgendwie, Menschen etwas vorschreiben zu wollen für Entscheidungen, die ich irgendwie sehr einsichtig finde. Also was bringt es für die Zukunft? Also so ähnlich, wie Sie jetzt auch gesagt haben. Genau, das wäre so die Frage nach den Folgen. Ja, wäre es in Zukunft kontraproduktiv oder ist es, also kann man die nächsten Generationen mit einbeziehen? Also das ist halt vor allem bei ökologischen Fragen, ist das jetzt eben ein wichtiges Kriterium geworden. Ja, und auch nicht nur so die ich persönlich, sondern wir leben ja immer in Bezügen. Ne? Also. Genau, Moral ist immer etwas, also ich habe jetzt zwar vom Individuum, von der Entscheidung her überlegt, aber Ethik hat ja immer den Anspruch, universal zu sein, in dem Sinn, dass ich mitdenke für alle anderen Menschen. Ja. Genau. Also, dass ich immer einen weiteren Horizont aufmache und schaue, welche Folgen hat mein Handeln auch. Ja. Mhm. Marietta? Ich wollte nur dazu stellen, auch, dass ich glaube, dass es eben darum auch geht, auch nachzufragen bei meinem Gegenüber, ob das von mir gemeint Gute auch gut ankommt, wenn es ein Handeln gegenüber jemandem anderen auch ist. Aber dass man auch nicht vergessen darf, dass man auch sich selber manchmal doch was Gutes machen darf, sozusagen, und nicht immer nur hinausschauen muss. Es muss da in einer Symbiose halt geschehen, denke ich mir. Mhm. Ja, das ist ganz schön. Also dieser Dialog, der ja stattfinden muss praktisch, weil man von außen, das ist eben auch aus dieser phänomenologischen Perspektive, man kann von außen nicht beurteilen, wie ein Mensch selber zu sich steht und zu seiner Zukunft steht und zu seinem Leben steht. Deswegen, wenn man denkt, etwas wäre gut für jemand anderen, soll man nicht handeln, bevor man nicht weiß, ob das der andere für sich selber auch so sieht. Ja. Also diesen Respekt vor dieser Geheimnishaftigkeit, man könnte sagen Unverfügbarkeit oder nie völligen Erkennbarkeit dessen, wie ein anderer Mensch seine Situation einschätzt, wie er empfindet. Also dieser Respekt ist einfach der Anfang einer Beziehung, die dann zu einem gemeinsamen guten Entschluss führen kann. Ein ad hoc Input von meiner Seite auch noch. Vielleicht kann man gut, also das ist jetzt eine persönliche Perspektive drauf, auch umreißen mit dem, was Gedeihlichkeit hervorbringt, aber nicht nur jetzt für mich persönlich, sondern zugleich auch das Vis-à-vis. Nicht? Also sprich, wo Sinn gefunden werden kann, wo das innere Gefühl von richtig da ist, wo das Gefühl von richtig auch durch das Vis-à-vis irgendwie auch reflektiert wird. Ein Beispiel vielleicht dazu, ebenfalls aus dem Leben geschrieben. Ein Bekannter aus meinem Dorf, der kurz gefasst ein sehr belangloses Leben gelebt hat und dann in den 70ern zum Sterben im Krankenhaus lag, hat zurückgeblickt auf sein Leben und es war für ihn nicht so fürchterlich die Tatsache, jetzt, dass er sterben wird, sondern die Tatsache, wie er sein Leben gelebt hat. Es war die Aussage, was soll mein Leben gewesen sein und jetzt soll ich sterben? Und das war
Also weniger die Tatsache des Sterbens an sich war so fürchterlich, sondern einfach nur die Feststellung zu seiner Lebensbilanz. Und es ist vorbei und es war nichts mehr zu machen. Und ein paar Tage später war er wirklich gestorben. Nicht? Und das heißt, irgendwo war anscheinend in seinem Leben irgendwie in der Möglichkeit der Freiheit, hat er nicht zu den Entscheidungen gefunden, so dass er am Ende in Frieden gehen konnte. Nicht? Und das ist grausam. Zu wissen einfach, man hätte die Möglichkeiten in der Hand gehabt, aber irgendwie hat man es nicht ergriffen. Ja, da sieht man die Bedeutung der Gestaltung der Freiheitsmöglichkeiten, dass es schon etwas, ja, auch eine ernste Dimension hat, ob man am Leben dann vorbeilebt oder später halt sich sagt, man hat das Leben nicht ergriffen oder man hat die Chance nicht ergriffen, man hat im Leben vorbeigelebt. Das ist schon, kann schon eine existenzielle Belastung dann sein. Ja. Und die Sinnperspektive, das ist wirklich, glaube ich, eine wichtige, dass man sich fragt, ja, was macht jetzt aus, ja, wenn man mit jemandem im Gespräch ist, was macht es aus deiner Perspektive Sinn, ja, wenn man überlegt, welche Optionen sieht man für das Leben, was ist einem wichtig, was, ja, ich glaube, das kann einem Orientierung geben und einfach dabei helfen, dann auch eine Entscheidung zu treffen. Weitere Meldungen? Wenn nicht, kommen wir allmählich in. Doch. Ich würde noch gerne was sagen, weil ich das sehr wichtig finde, was Sie gesagt haben, dass Freiheit vergessen, von Funktionslogik überlagert oder auch verschüttet werden kann. So meine Verantwortung sehe ich da drinnen, die Freiheit auch immer wieder zu suchen, also die Spielräume zu finden. Ja. Und fallen mir so Menschen ein, die so sagen, naja, ich kann eh nichts machen, die Welt ist schlecht und ich kann eh nichts machen. Das ist so die eine Perspektive und die andere ist die, die ich so bei der Jugend sehe, die ganze Welt steht ihnen offen und das ist so eine Überforderung. Ja. Und so in diesem, zwischen alles, ich kann alles entscheiden und ich kann nichts entscheiden, so das zu finden, wo ich jetzt wirklich gefragt bin, wo ich eine Entscheidung treffen kann, die auch wirklich Sinn macht, und wichtig ist. Das finde ich so entscheidend. Ja. Ja, man kann da oft mit Kleinigkeiten beginnen und das richtig üben. Ja? Also ob ich jetzt sage, ich werde, wenn ich in den Aufzug einsteige, die Person anlächeln, ja? Oder mein Handy schauen, das ist schon eine Grundentscheidung und die Person, die man anlächelt, die wird lächelnd aus dem Aufzug hinausgehen. Und das sind also diese kleinen Spielräume, die aber das Leben prägen können. Ja. Also, dass man sich wirklich überlegt, was ist der Sinn dieses Gesprächs, das ich jetzt führen werde. Also so wirklich kleine Dinge, die aber dann doch addiert aufeinander, glaube ich, schon einem, ja, viele Freiheitsspielräume dann plötzlich sichtbar machen. Hat einmal ein Patient gesagt, der stand vor einer Herz-OP und es ging ihm da nicht gut. Und dann hat er mir gesagt, er hat jetzt die Freiheit für sich gefunden, weil er könnte noch immer nach Hause gehen. Er müsste diese Operation nicht machen lassen. Und mit dem Entdecken dieses Handlungsspielraums konnte er jetzt irgendwie besser auf die Operation warten. Das fand ich sehr ein einprägsames Beispiel. Mhm. Sehr gut. Herr Rieger? Ich möchte noch ergänzen, wir sind ja jetzt mit diesem Thema Freiheit auf einer sehr individuellen Ebene unterwegs, mit all den Beispielen, die jetzt so gekommen sind. Und mir geht die ganze Zeit noch durch den Kopf, dass das schon noch eine organisationale Ebene hat. Also in Organisationen auch die Freiräume suchen. Also gerade in Spitälern sind wir extrem standardisiert unterwegs. Das ist meine tägliche Erfahrung und ganz regelmäßig, ich möchte nicht sagen oft, aber sehr regelmäßig braucht es dann das Ernstnehmen der vielleicht ganz aus diesem Regelsystem herausfallenden Bedürfnisse von Menschen. Und dann gilt es in der Organisation, die Freiheit zu suchen, in Verbundenheit mit der Verantwortung natürlich. Das ist eben immer eine große Herausforderung, um dem Einzelnen dann doch wieder gerecht zu werden. Ja, dafür wollte ich noch einmal die Lanze brechen. Danke, das ist auch
aus meiner Beobachtung in diesem komplexen AKH-System ein wichtiger Punkt, nicht? Wir hören immer wieder von zerfallenden Strukturen und so weiter, nicht? Also das ist im Gesundheitswesen gerade ein ziemliches Thema und das ist wieder eine persönliche Interpretation. Die größte Gefahr dürfte wirklich darin liegen, dass eine Aufgabe, ein kollektives Aufgeben vielleicht breitgreift, so sinngemäß, das System steuert mich nur als Ganzes. Eigentlich ist diese individuelle Seite gar nicht mehr möglich. Ich kann gar nicht mehr entscheiden, mich in diesen kleinen Punkten für das Gute zu entscheiden, weil man dermaßen getrieben ist durch die Systemvorgänge. Und wenn das ein kollektives Aufgeben wird und eine Depression einzieht, nicht, dann beginnt es mit diesem Punkt, wo man von zerfallenden Strukturen reden kann. Und das ist tatsächlich auch im Gesundheitssystem der Gegenwart große Gefahr. Diese Überlastung, dieses Gefühl eigentlich gar nicht mehr steuern zu können, sondern nur gesteuert zu sein, keine Möglichkeit mehr für sinnerfüllte Handlungsschritte. Und wenn da der Geist rausgeht, dann ist das System wirklich in Gefahr. Wir können den Versuch eines finalen Roundups geben. Jede Person, die sich melden will, mit ihren Wahrnehmungen ganz kurz. Ich versuche es mal so, um einen Anstoß zu geben. Wir haben jetzt drei sehr wertvolle Perspektiven hören dürfen. Was bei mir an bedeutsamen Punkten hängen geblieben ist, ist, dass für die Freiheit generell und dann auch in Bezug auf Medizin, dass ein zentraler Punkt die Selbstreflexion ist, dass das auch genützt wird, mit dem Innehalten und dann Entscheidungen zu treffen, dass das Ganze in eine Sinndimension eingekleidet sein muss oder soll, sagen wir mal so. Und wir haben dann aus der psychiatrischen Seite her gehört, dass es offensichtlich jetzt wieder eine Interpretation, ein hohes Gut oder Privileg ist, wenn man dazu fähig ist, weil es eben halt Persönlichkeitsstrukturen, psychische Erkrankungen gibt, die diese Möglichkeiten des Innehaltens, des Reflektierens, des bewussten, intuitiven und sinnorientierten Entscheidens möglicherweise sehr stark eingeschränkt sein kann. Durch Getriebenheit, durch Zwang, durch Fremdsteuerung und. Dass es ein sehr hohes Gut ist, sich erstens einmal hinein durchzuringen, dass man diese Möglichkeiten sich überhaupt schafft und dass das auch wirklich gepflegt werden muss als hohes Gut, wenn man es errungen hat und dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Das wäre so eine Summeninterpretation von meiner Seite. Wollen Sie versuchen, ein Roundup zu machen? Was mich beschäftigt, ist, dass wahrscheinlich der Freiheitsbegriff mehrschichtig ist. Also dass es auf der einen Seite geht einfach um die Möglichkeit, wie wir bei der Strafdiskussion hatten, ob ein Mensch fähig ist, letztlich sich rechtskonform zu verhalten. Da geht es um die einfache Möglichkeit, bin ich zugänglich oder bin ich sozusagen wieder auf der reflexiven Ebene, bin ich mir bewusst, was ich jetzt mache und könnte ich anders handeln? Und dann bis hin von meiner Kollegin Sigrid Müller diese Frage dann der aufgegebenen Freiheit, die immer im Hintergrund mitschwingt, was ist eine sozusagen, was ist ein sinnvoller Umgang mit dieser Freiheit? Was ist ein sinnvoller Umgang mit dieser Freiheit? Was letztlich um die eigene Lebensgestaltung geht. Es geht sehr stark über dieses Rechts, die ganze Rechtsproblematik hinaus, weil das interessiert das Recht letztlich nicht, über sinnvolle Gestaltung und Freiheit ist. Das werden wir dann oder werden Sie haben bei der Diskussion
um den assistierten Suizid, wo es eigentlich nur gerade um die Ebene ist sozusagen eine formale Freiheit gegeben, vor allem Freiheitsbedingungen, aber nicht, wie gehen Subjekte Sinn, wollen mit ihrer Freiheit. Und das Dritte wäre dann diese ganze Problematik der Freiheitseinschränkungen, die, wo er den Eindruck gewonnen hat, das hat der Kollege auch gut angesprochen, dass das Recht dazu neigt, entweder Menschen als freiheitsfähig anzusehen oder nicht, wo dann in der Psychiatrie gesagt wurde oder wo man philosophisch sagen würde oder moraltheologisch, das ist eine viel differenziertere Frage, wie frei Menschen wirklich sind. Also da gibt es ja viele Abstufungen, Facetten und sozusagen, wie dann Peter Bier ins Spiel bringen würde. Es geht im Leben letztlich darum, diese verschiedenen Facetten auch von Unfreiheit im eigenen Leben und Determinierungen zu erkennen und an dieser Freiheit zu arbeiten, was sozusagen ein lebenslanger Prozess ist. Ja. Wollen Sie versuchen, eine Summe zu bilden? Also ich möchte auch nochmal an dem anknüpfen, was gerade der Walter Schaub gesagt hat, dieses Arbeiten müssen, ja, an den eigenen Freiheiten. Ich glaube auch, dass es unterschiedliche Phasen im Leben gibt, wo man sich sehr frei fühlt und meint, die Welt liegt einem zu Füßen und dann merkt man doch hier und da, wenn man sich dann persönlich bindet oder eben wenn man dann mit dem Alter seine Grenzen körperlicherseits oder was ich irgendwie findet, also dass dann diese Einschränkungen doch auch sehr stark sind und aber dann eben nicht in diese Depression zu verfallen, zu denken, ach, wir sind eh alle nur bestimmt und wir werden eh alle nur gesteuert und also in diesen Fatalismus nicht, also diesem Fatalismus zu wehren und dann doch diese Freiheiten, die es gibt, zu gestalten und also erstmal zu sehen zu lernen und dann in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Ich glaube, dass das schon ein großes Potenzial für das Gute in unserer Gesellschaft eigentlich darstellt, wenn man sich dessen besinnt. Also ich glaube, es hat schon eine, auch für ein soziales Zusammensein im Beruflichen, auch für Systeme eine wichtige Rolle und man aber auch diese Sensitivität dafür kann dann vielleicht auch dazu führen, dass man die Systeme entsprechend baut oder auch korrigiert, wo es möglich ist. Also ich glaube, da gibt es schon, also dass die Freiheit halt in diesem Punkt ja, mit eigentlich zum einen mit Nachgiebigkeit, weil man ja auch, also Nachsicht möchte ich eigentlich sagen, mit Nachsicht verbunden sein muss, weil man sich selber in der Begrenzung erlebt und auch andere Menschen in ihren Begrenzungen erlebt, aber gleichzeitig auch eben ein Ansporn dazu sein soll, sich eben auf die Seite des Guten zu stellen dort und manchmal auch kämpferisch aufzutreten, wo es notwendig ist. Vielleicht auch, dass die mögen die Seelsorger in der Runde noch ein Roundup machen. Vielleicht, Ernie, magst du anfangen, dann Marietta und dann Herr Rieger noch. Mir ist jetzt ein Gespräch eingefallen, das ich heute mit einer Kollegin bei einer Weiterbildung hatte, wo wir so resümiert haben, wie unsere Kinder klein waren, da war eigentlich viel Unfreiheit da, aber wir waren da sehr glücklich, weil wir eben unsere Kinder hatten. Und jetzt ist so eine Lebensphase, die Kinder sind erwachsen, wo es viel mehr wieder persönliche Freiheit gibt, so einen Gestaltungsraum. Und das ist mir jetzt eingefallen, denke mir, Freiheit ist ein hohes Gut, ist etwas Wichtiges, aber es gibt dann eben auch noch anderes. Ne? So, es steht auch in einem Kontext. Und so noch gepaart mit dem Sinn, es gibt ja dieses Paradox, dass Menschen, denen es eigentlich sehr schlecht geht, es subjektiv oft sehr gut geht. Also so die sterbenskranken Menschen, die dann so eine hohe Zufriedenheit entwickeln, die sie in ihrem tätigen Leben nicht gekannt haben. So eine neue Lebensqualität entdecken, ist mir als zweites dazu eingefallen. Jetzt wünschen wir natürlich niemandem, dass er sterbenskrank ist, aber auch in so einer Situation kann man etwas Neues, eine neue Qualität von Leben entdecken.
Für mich bleibt schon so als eine Summe vielleicht von dem Gehörten meine Freiheit noch höher zu schätzen. Ich habe keine so massiven Einschränkungen wie manche Krankheiten sie mit sich bringen oder auch andere Faktoren. Ich lebe in einem friedlichen, reichen Land, global gesehen, also auch absolut gesehen. Das ist ja auch eine geschenkte Disposition meines Lebens. So denkt man, so die Dankbarkeit kann, mag ich da noch dazustellen für das, was da ist. Und auch dieses Aufgegebene, das sehe ich schon auch als wichtig. Ich habe das schon vorher ein bisschen gesagt und Sie haben es jetzt auch gesagt, Frau Professor Müller, so das zu sehen, wo ich etwas tun kann und das dann auch zu tun und was sich halt meinem Einfluss entzieht, auch wieder zu lassen, ja, mich da nicht aufzureiben, aber auch nicht so in die billige Ausrede zu gehen. Naja, ob ich jetzt ein Plastiksackerl noch mehr nehme oder nicht, was bringt das für die Welt oder so, ne? So was ganz Banales zu sagen, so meine Spielräume auszukosten, auch in dem Wissen, das tut ja mir gut. Ja, dann habe ich hoffentlich einmal eine gute Summe meines Lebens und es tut auch der Welt gut. Ja. So, wenn davon auszugehen, so dieses, wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann wird sich auf der Welt was Entscheidendes verändern. Danke. Marietta? Ich habe das Gefühl, jetzt nicht so gut das zusammenzufassen, wie es ihr, also meine Vorredner, das schon gemacht habt, weil ich es wirklich wunderschön gefunden habe, alle drei Vorträge zusammen. Was mich einfach jetzt noch beschäftigt und noch weiterhin beschäftigen wird, was ich herausheben möchte, ist dieser Gedanke zum freien Willen als dimensional und nicht kategorial. Genauso wie ich mir auch diese Frage mitnehme, bin ich für mich alleine freier oder freier auch in der Gesellschaft? Dieses Bewusstsein des Anderskönnens, dass das neue Handlungsoptionen mit sich bringt. Und immer wieder dann doch eben auch diese Möglichkeiten wahrnehmen, dass auch wenn ich vielleicht nicht in allem vollkommen meinen freien Willen habe, dass es da doch einen Handlungsspielraum gibt, der gar nicht so klein ist, mich zu entscheiden und auch eben diese Sinnperspektive verfolgen zu dürfen und zu schauen, wo übernehme ich welche Verantwortung. Genau. Danke, sehr gut. Herr Rieger? Ich gebe zu, ich bin jetzt ganz stark auf dem Zug selber gedanklich mit dieser organisationalen Freiheit, weil ich ja nicht nur diese Seelsorgerolle habe, sondern auch im Vorstand unseres Spitals bin und auch parallel wir jetzt den Orientierungsrahmen für den assistierten Suizid, was Caritas und Ordensgemeinschaften betrifft, jetzt in einer Endevaluierungsphase sind und ich überall das gleiche Spannungsfeld merke, nämlich den ganz, ganz großen Wunsch vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, möglichst bis ins Detail geregelte Abläufe zu haben, wirklich bis in fast in einzelne Handgriffe und Präsenzen hinein. Und zugleich, das, was Sie vorher besprochen haben oder erwähnt haben, Herr Professor Heinfeldner, mit der Unzufriedenheit oder dem sich abreiben an den großen Systemen, die eben alles bis ins Letzte regeln. Und dieses Spannungsfeld beschäftigt mich gerade. Wie gelingt es uns, diese organisationale Freiheit wieder zu thematisieren? Und genau dieses Thema, ich habe meinen Freiraum, auch als einzelner Mitarbeiter, auch als klassischer Basismitarbeiter und bin trotzdem in der Verantwortung eben, um gute Entscheidungen vor Ort für die heute mir anvertrauten Menschen zu machen. Also ja, ich gebe zu, es ist mehr ein großes Fragezeichen gerade in mir, weil ich das in unseren Organisationen gerade als extrem herausfordernd erlebe. Diesen Spannungsbogen auszuhalten, nicht zu sehr ins Detail hineinzugehen, nicht alles zu reglementieren, eben diese Freiräume zu lassen, aber auch die Menschen zu ermutigen, hallo, bitte trefft Entscheidungen auch nach bestem Wissen und Gewissen. Ihr habt einen Rahmen vorgegeben, aber jetzt bitte
ergreift auch eure Verantwortung. Das ist fast ein Schlussplädoyer für mich. Danke. Ja, schauen wir weitere Personen, die mit Finalstatements noch reingehen wollen. Harald Heinzel? Nein? Frau Warzahl? Ebenfalls nein. Ja, sonst, ich will jetzt nicht jede Person durchgehen. Eine letzte Möglichkeit. Ansonsten sind wir nun am Ende angelangt. Ausblick, es wurde mehrfach angesprochen. Die zweite Einheit wird sich beschäftigen mit dem Thema assistierter Suizid. Wir werden den Termin dieser zweiten Einheit im November haben. Ich schlage gerade mal die Seite auf. Es wird am 17. November Nachmittag sein. Programm sind wir noch in Vorbereitung und vielleicht können wir dann wieder uns ja, so zusammenfinden und in gleicher Weise uns in wertvollen Gedanken austauschen. Danke an die Vortragenden, Professor Schaub, Professor Müller. Danke an alle Diskutanten. Und einen schönen Nachmittag wünsche ich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.